Seid gegrüßt, liebe Leute. Heute reagieren wir auf die Spiegelsendung, wo Sarah Wagenknecht gegen Katrin Göring-Eckardt angetreten ist. Das Ganze findet kurz vor den Ostwahlen statt. Und Markus Feldenkirchen, also der ist vom Spiegel, leitet das Ganze schon mit einer sehr parteiischen Anmoderation ein. Aber seht selbst. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte eine offen rechtsextreme Partei stärkste Kraft in einem Landesparlament werden, vielleicht sogar in zwei. Wie gefährdet ist die Demokratie in Ostdeutschland und warum ist der Populismus gerade dort so erfolgreich? Darüber diskutiere ich mit einer Frau, über die der Historiker Karl Schlögel einmal sagte, sie sei eine Meisterin der rhetorischen Bewirtschaftung, die also ebenfalls unter verschärftem Populismusverdacht steht und deren frisch gegründete Partei in Thüringen wie in Sachsen. Da muss ich schon mal kurz einhaken. Das, was Leute wie Markus Feldenkirchen mit Populismus meinen, ist gut und richtig. Mit Populismus meinen nämlich solche Leute eine Politik, die im Interesse der Mehrheit ist und die in klarer, deutlicher Sprache beschrieben wird. Also du sagst dann nicht, ja, wir müssen langfristig Instrumente entwickeln, um die Vermögensungleichheit zu reduzieren, sondern du sagst, wir brauchen eine Vermögenssteuer für Milliardäre und Millionäre. Das ist schon Populismus aus Sicht solcher Leute. Die entscheidende Kraft werden könnte. Oder zu sagen, die Superreichen machen sich die Taschen voll. Das ist Populismus aus Sicht solcher Leute. Also Populismus, zumindest wenn man den Populismusbegriff von Medien wie dem Spiegel nimmt, ist etwas Gutes und Richtiges. Und so ein Vorwurf ist eher ein Kompliment als ein Vorwurf. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Guten Tag. Mit Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Politikerin, stammt aus Thüringen, ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und soll uns heute bitte mal genau erklären, warum so viele ihrer Landsleute Björn Höcke nachlaufen und welche Schuld die Berliner Ampelregierung eigentlich daran trägt. Herzlich willkommen, Frau Göring-Eckardt. Hallo. Und wir reden mit Steffen Mau, der Soziologe, stammt aus Rostock und ist einer der renommiertesten Osterklärer. Berät die Bundesregierung. Also ist auch eher pro Bundesregierung. Also wir haben hier drei Leute, nämlich den Moderator Markus Feldenkirchen, dann Steffen Mau und Katrin Göring-Eckardt, die eher auf Linie der Ampelregierung sind und dann eine Sarah Wagenknecht, die eher dagegen steht. Also wenn man für mehr Ausgeglichenheit hätte sorgen wollen, dann hätte man vielleicht noch irgendeinen anderen Kritiker der Ampel einladen sollen. Also irgendjemand aus den alternativen Medien beispielsweise oder vielleicht einen AfD-Politiker. Ich meine, es geht ja die ganze Zeit um die AfD. Aber nee, man lädt lieber einen Soziologen ein, der auch eher auf Linie der Ampel ist. So will ich es mal sagen, des Landes. Er sagt, die Wähler im Osten sind empfänglicher für radikale Narrative. Guten Tag, Herr Mau. Hallo. Ja, warum ist das so? Warum sind die Wähler im Osten offenbar empfänglicher für radikale Narrative? Die Frage kann ich, glaube ich, gleich schon mal beantworten, weil es im Osten viel radikaler falsch gelaufen ist als im Westen. Also im Osten, da wurde das gesamte Land nach 1989, nachdem die Bundesrepublik alles übernommen hat, beziehungsweise nach 1990, Wiedervereinigung war ja erst 1990, aber diese ganzen marktwirtschaftlichen Reformen wurden ja schon ziemlich schnell nach dem Sturz Honeckers eingeleitet. Weil dort das gesamte Land deindustrialisiert wurde. Millionen Menschen sind ausgewandert. Also der Osten sieht einer demografischen Katastrophe entgegen, beziehungsweise hat diese schon teilweise erlebt. Also viele gesellschaftliche Strukturen sind weggefallen, viel Vereinsleben ist weggefallen. Dass Ostdeutschland auch auf Jahrzehnte hinweg weiterhin hinter den meisten westdeutschen Regionen zurückbleiben wird, ist jetzt schon ausgemachte Sache. Also die Dinge sind dort einfach viel radikaler in die falsche Richtung gelaufen. Deswegen muss die Politik sich dort noch radikaler wandeln als im Westen. Und deswegen, ich würde sagen, die Menschen sind politisch wacher als im Westen. Sie haben größeres Auge auf die Fehlentwicklungen, weil die Fehlentwicklungen dort viel deutlicher zutage treten als hier im Westen. Natürlich zum Teil mit der kürzeren Demokratiegeschichte zu tun, auch mit der schwachen Einwurzelung der demokratischen Parteien im Osten. Also die Mitgliederdichte ist viel geringer als im Westen. Es gibt auch keine parteibezogenen Milieus, die dem Ganzen so eine Stabilität. Demokratische Parteien. Ich bin mal gespannt, was er mit demokratische Parteien meint. Also das BSW hat ja einen sehr langsamen Mitgliederzuwachs, aber was die Unterstützung vor Ort anging, also ich war ja auch selbst in Hoyerswerda und habe mir da Sarah Wagenknecht angesehen. Also die Leute haben da keine grundsätzliche Abneigung gegen Parteien. Sie haben nur eine Abneigung dagegen, hinters Licht geführt zu werden. Und das haben die CDU und später die Linke mit den Menschen gemacht und SPD natürlich auch. Und deswegen sind die
Menschen natürlich entsprechend skeptisch gegenüber den etablierten Parteien. Aber es herrscht keine grundsätzliche Skepsis gegenüber allen Parteien. Verschaffen können und natürlich auch noch den langen Schatten der DDR-Diktatur, wo es durchaus auch autoritäre Orientierung gibt. Und das alles macht im Prinzip den Osten leichter auch bewirtschaftbar für so Stimmungspolitik, auch für Formen des Ressentiments. Und die Beweglichkeit des politischen Systems ist viel größer. Wir hatten ja über lange Zeit, fast 30 Jahre, sehr ähnliche politische Systeme in Ost und West. Da war dann nur die PDS und dann die Linke, so ein bisschen so ein ostdeutscher Sonderfall. Das hat sich jetzt offensichtlich erledigt. In der Europawahl haben wir das gesehen und am Sonntag werden wir das wiedersehen. Frau Göring-Eckert, wie empfinden Sie das persönlich, dass so viele Ihrer Nachbarn in... Naja, warum hat sich das mit der PDS denn erledigt? Also die PDS war... die Vertretung der Menschen, die von der Wiedervereinigung bzw. von den Folgen dieser radikalen Schocktherapie, die man wirtschaftlich durchgeführt hat, enttäuscht waren. Aber die PDS, wenn sie dann in Regierung war, die hat in Berlin beispielsweise Wohnraum verscherbelt, die hat in Thüringen so ziemlich alle Wahlversprechen gebrochen, die sie hatte. Die hat in Berlin, als sie jetzt wieder an der Macht war, beziehungsweise jetzt war es ja schon die Linkspartei in Thüringen und Berlin, dann das Volksbegehren zu Deutsche Wohnen und Co. enteignen, was eine klare Mehrheit gehabt hat, nicht umgesetzt. Man hat das in eine Kommission gesetzt, so lange verzögert, bis es jetzt komplett außer Kraft gesetzt wurde. Also die Linke hat einfach den Wählern das eine versprochen und dann in der Regierung nicht gehandelt. Und das ist ein Fehler, aus dem das BSW meiner Ansicht nach sehr gut lernen kann. Das BSW sollte... wenn es irgendwas verspricht, auch in der Regierung das dann umsetzen. Und wenn das in der Regierung nicht möglich sein sollte, sein Programm umzusetzen, dann muss man halt in die Opposition gehen. Also hier mal kleiner Transparenzhinweis an der Stelle. Ich bin selbst kein Parteimitglied des BSW. Ich sympathisiere aber mit dieser Partei und ich wünsche mir, dass sie bei den Wahlen diesen Sonntag sehr gute Ergebnisse erzielt. Thüringen, Björn Höcke wählen wollen. Ist Ihnen das auch so ein bisschen unangenehm, ja peinlich? Also unangenehm oder peinlich ist mir das nicht, es sind ja meine Nachbarn und geht es eher darum, mit denen zu reden und real im Gespräch zu bleiben. Es ist eine erwiesenermaßen rechtsextreme Partei und sie verspricht Leuten einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Und wie geht's mir damit? Ich mache mir große Sorgen um mein Land. Thüringen war schon mal... Also das ist die geilste Phrase. Sie verspricht den Bürgern einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Ja, wenn die Vermögensungleichheit steigt, wenn die Reichen immer reicher werden, sollte man die Reichen vielleicht besteuern. Okay, das sagt die AfD jetzt nicht. Die AfD hat ein neoliberales Wirtschaftsprogramm, die will sogar Vermögen noch geringer besteuern. Das sagt tatsächlich das BSW, aber das ist das, was solche Leute mit einfachen Antworten auf komplizierte Fragen meinen, oder? Die Analyse hat, die Zuwanderung seit 2015 hat uns nicht gut getan. Lasst uns doch vielleicht erstmal die Illegalen ausweisen. Das ist dann so eine einfache Antwort. Also, ihr seht's ja. Also eine Politik, die grundlegend etwas an den aktuellen Verhältnissen ändert, das sind dann immer einfache Antworten. Die jetzige Politik, die sich durchwurschtelt und die dieses Land schrittweise gegen die Wand fährt, die liefert natürlich ganz komplizierte Antworten auf die komplizierten Fragen. Und genau so muss es laufen, denn ansonsten ist man ein Populist. Mal Vorreiter des Faschismus in den 1920er Jahren, das erste Land, was faschistisch regiert worden ist. Und insofern macht mir das natürlich große Sorgen. Und deswegen ist es auch das, was kann man jetzt tun? Man kann sehr, sehr viel mit Menschen reden und versuchen klarzumachen, der Populismus ist jedenfalls nicht die Antwort auf die Krisen, die wir gerade haben. Dafür braucht es differenzierte Antworten. Das ist manchmal kompliziert. Manchmal hat man auch das Gefühl, es wird anstrengend werden. Ja, so ist eben Freiheit und Demokratie auch. Frau Wagenknecht. Das ist so ein Unsinnsgerede. Also wenn die Ampel gerade unseren gesamten Wohnungsbau in Deutschland vor die Hunde gehen lässt, dann wäre jetzt eine einfache Antwort, große staatliche Wohnbauprogramme anzulegen. Also, aber er kann doch sagen, ist doch besser, wenn der Staat etwas macht, als wenn er einfach die deutsche Bauindustrie hier kaputt gehen lässt. Also wie gesagt, wir hatten, als die Ampel angetreten ist, 400.000 Neuanträge auf Wohnungsbau im Jahr. Jetzt sind wir bei, ja, zwischen 200.000 und 300.000 werden wir rausgehen. Also die Neuanträge auf Wohnungsbau, die haben sich etwa halbiert oder ja, sind mindestens um ein Drittel zurückgegangen. Also das ist ein einziges Desaster, was die Ampel da gerade anrichtet. Und da dann zu sagen, ja, da braucht es eine differenzierte Politik. Also, sorry, wenn diese differenzierte Politik dazu führt, dass ganze Industriezweige absterben, also Bauindustrie ist nur ein Beispiel, man könnte genauso die energieintensive Industrie aufzählen, dann sind diese differenzierten Antworten offensichtlich sehr schlecht. Ist der Osten ein besonders guter Nährboden für Populistinnen? Was würden Sie sagen?
Ja, ich finde die ganze Debatte ziemlich schräg. Also auch wenn Sie jetzt sagen, ja, die Diktaturerfahrung, ja, dass man die Wähler beschimpft. Ich meine, die Menschen sind wütend. Die Menschen haben das Gefühl, und zwar zu Recht, dass seit Jahren eigentlich ihre Interessen nicht beachtet werden. Das war ja schon vor der Ampel, aber jetzt erst recht. Also es sind explodierende Lebensmittelpreise, die Energiepreise sind hochgegangen. Die Regierung hat zusätzlich dann noch mit Erhöhung von Mehrwertsteuer, mit Erhöhung CO2-Preis das Leben immer teurer gemacht. Es gibt eine Migrationspolitik, die Menschen nicht wollen. Es gibt eine Außenpolitik, die die übergroße Mehrheit der Menschen im Osten nicht möchte. Übrigens auch viele im Westen sagen ja, mehr Verhandlungen, mehr Diplomatie. Also die Politik setzt sich einfach über die Menschen hinweg und sie wehren sich dann irgendwie. Und deswegen würde ich. Die erste Runde hat Wähler beschimpft, nur zum Verständnis. Na, wenn Sie sagen, das ist, die haben noch nicht Erfahrung genug mit der Demokratie und sie sind von der Diktatur geprägt. Ehrlich gesagt, wenn Sie sich die Altersstruktur angucken, auch der AfD-Wähler, das sind ja viele junge Leute, die haben überhaupt nichts mit der DDR zu tun gehabt. Ich bin ja kein Politiker, sondern ich referiere jetzt erstmal sozusagen den Stand der Forschung. Das kann man natürlich bestreiten. Den Stand der Forschung. Also Diktatur geprägt ist natürlich der Stand der Forschung. Also die Leute waren vielleicht einfach von der Stabilität geprägt, die es in der DDR ja gab. Also Wirtschaftskrisen, wie es sie in der DDR, sag ich schon, in der BRD regelmäßig gab, also die Weltfinanzkrise 2008, die Massenarbeitslosigkeit, die gerade im Osten in den 90ern entstanden ist, die auch durch die Zinspolitik der Bundesbank nochmal verschärft wurde, dann ja, die hohe Arbeitslosigkeit, die ist, also im Osten war ja eigentlich durchgängig Wirtschaftskrise, zumindest von Anfang der 90er bis Anfang der 2010er Jahre. Also da sah es ja, wenn man sich Kennzahlen wie Arbeitslosigkeit und so anschaut, generell nicht sonderlich gut aus. Also die Leute kannten aus der DDR einfach Stabilität und die BRD hat dann das genaue Gegenteil gebracht. Die hat dann Massenverarmung und Instabilität gebracht. Solche Probleme wie Obdachlosigkeit, die man eigentlich schon abgeschafft hatte, die sind durch die BRD dann wieder neu hochgekommen. Und ja, also das kann man jetzt Diktatur geprägt nennen, aber es ist einfach die Erfahrung, dass es in dem einen System sehr viel unsicherer geworden ist, als es im anderen war. Was nicht so hätte sein müssen, was eine aktive politische Entscheidung vor allem der CDU-Bundesregierung unter Helmut Kohl in den 90ern waren, da so eine radikale Schocktherapie durchzuführen. Man hätte das Ganze auch langsamer angehen lassen können, man hätte auch die Planwirtschaft langsam in eine Marktwirtschaft umwandeln können, das hätte dann 10 Jahre, 20 Jahre vielleicht sogar gedauert. Aber dann hätte man diese Massenarbeitslosigkeit nicht gehabt, dann hätte man die Deindustrialisierung nicht gehabt, aber dann hätte man eventuell starke Konkurrenzunternehmen im Osten gehabt und das wollte die westdeutsche Industrie, die ja die CDU damals finanziert hat, nicht. Also hier haben natürlich wirtschaftliche Interessen aus dem Westen eine große Rolle gespielt. Man vielleicht andere Fakten hat, aber wir sehen das natürlich in Umfragen, dass es da andere politische Orientierungen gibt. Und natürlich wäre es auch absurd zu sagen, dass Geschichte oder Mentalitätsgeschichte keine Rolle spielt. Ich würde nicht sagen, dass die Leute alle irgendwie Rechtsextreme sind oder alle nur populistische Neigungen haben. Das war auch nicht mein Punkt. Sondern wir haben jetzt ein bisschen gefragt, warum sieht es im Osten in der politischen Kultur anders aus in der alten Bundesrepublik? Und ist natürlich klar, wenn Sie 70 Jahre Demokratiegeschichte haben, dass es eine andere Wirkung hat und vielleicht auch eine höhere Stabilität, als wenn Sie eine kürzere, etwas über 30 Jahre lange Geschichte haben. Ja, aber und ich glaube, das ist ja eigentlich... Ich würde sagen, der Unterschied ist nicht kurz und lang. Der Unterschied ist positive Erfahrungen und negative Erfahrungen. Die Westdeutschen haben von den 50ern bis zumindest in die 80er... ja, wahrscheinlich auch in den 90er Jahren noch ziemlich gute Erfahrungen mit der westdeutschen Demokratie gemacht. Also man hat einen steigenden Wohlstand erlebt. Wie gesagt, 80er, 90er mit der Regierung Kohl hat sich das dann langsam geändert. Mit der Regierung Schröder, Agenda 2010, Zerstörung unserer Sozialsysteme, ist das dann komplett in die andere Richtung umgekehrt worden. Aber man hat relativ gute Erfahrungen gemacht mit der Demokratie. Die Ostdeutschen haben wirklich nur negative Erfahrungen mit der Demokratie gemacht. Die brachte Deindustrialisierung, Massenverarmung, Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch vieler sozialer Strukturen. Also ja, ich glaube, das Problem ist nicht die Dauer. Das Problem ist wirklich, welche Politik gemacht wurde. Eine Binse, das muss ja auch jedem eigengängig sein, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Und ja, das Erstaunliche ist doch, dass der Osten eigentlich eher der europäische Standardfall ist und der Westen Deutschlands ist der Sonderfall. Also es gibt ja in anderen europäischen Ländern auch diesen massiven Umbruch des Parteiensystems. Es gibt sehr, sehr starke Parteien, die eben eher sich rechts positionieren. In Frankreich sind die alten Parteien kaum noch auffindbar. In Italien sind sie kaum noch auffindbar. Also Sie können das ja, und das sind ja Länder, die alle ja im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg eben demokratische Regierungen haben. Also das heißt, es muss doch damit zu tun haben, dass diese
anderen Parteien, die sogenannten traditionellen oder etablierten, dass sie einfach die Menschen so auf die Palme getrieben haben, dass sie sich von denen nicht mehr repräsentiert fühlen. Und es ist natürlich so, es ist ja auch im Westen, also ich meine, wir sollten nicht so tun, als sei die AfD ein Ostphänomen. Die sind ja bei in Hessen, anderen Ländern auch inzwischen sehr stark. Sie stehen bundesweit bei 18, teilweise, sie waren ja schon mal über 20%. Das hat doch Gründe. Und die Gründe liegen nicht darin, dass die Leute irgendwie rechts sind, Ressentiments haben, sondern die Gründe liegen darin, dass sich tatsächlich für viele Menschen der Wohlstand verringert hat, die Lebensverhältnisse sich verschlechtert haben, sie weniger Kaufkraft haben. Und dann wehren sie sich. Und ich meine, ich finde auch nicht gut, wenn sie dann die AfD wählen. Wir haben ja auch das BSW nicht zuletzt deshalb gegründet, weil wir den Menschen eine seriöse Alternative anbieten möchten. Alternative zur Alternative. Frau Göring-Eckardt wollte das noch ergänzen. Ja, das ist ja auch eine Art von Wähler. Jetzt wird Wagenknecht schon wieder abgewürgt. Also ich meine, sie hat da gerade eigentlich nur richtige Sachen gesagt. Also Steffen Mauer hat ja versucht, das negativ zu framen, dass die Ostdeutschen politisch anders denken. Und ja, Wagenknecht hat da versucht, einige sachlichere Erklärungen dafür zu finden. Das Problem ist nicht, dass sie diktatursozialisiert waren. Das Problem ist, dass sie mit unserer westdeutschen Demokratie, in der die Parteien vor der Wahl das eine versprechen und dann das andere tun. Also es gilt sowohl für die CDU als auch für die Linkspartei, als auch für die SPD. Ich meine, das war eine, die Parteien, die im Osten größtenteils den Ton angegeben haben. Dass die Parteien vor der Wahl das eine versprechen und nach der Wahl das Gegenteil machen. Und wenn man diese Erfahrung dreimal gemacht hat, dann wählt man diese Parteien eben relativ schnell nicht mehr. Also man könnte auch sagen, also man könnte das jetzt auch andersrum framen und sagen, die Menschen im Osten sind die besseren Demokraten, weil sie sich schneller Alternativen suchen, wenn sie enttäuscht werden, was ja eigentlich Sinn und Zweck der Demokratie ist. Also da sollte man ja immer von der Partei wegwechseln, wenn sie nicht das tut, was sie vorher versprochen hat. Beschimpfung, ne? Also zu sagen, die Leute wählen eine rechtsradikale Partei, weil es ihnen jetzt so schlecht geht. Und das passt natürlich nicht zusammen. Und das so zu entschuldigen, paternalistisch würde ich sagen, oder maternalistisch jetzt im Fall von Sarah Wagenknecht, sozusagen, nee, die Leute entscheiden das schon ganz bewusst. Und sie haben auch Ressentiments. Es gibt ja viele Studien dazu, wo man sieht, dass es einen Rassismus gibt bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und das kann man sich auch nicht wegducken. Da müsste man eigentlich nicht verstärken. Rassismus bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Interessant. So wie Sie das gerade machen und sagen, alles ist schlimm, alles ist schlecht, sondern zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, in diesen schwierigen Zeiten das hinzubekommen? Die Strompreise sind wieder gesunken, die Energiepreise. Ist auch gut so. Wir sind durch einen krass schwierigen Winter gekommen. Also wie gesagt, ich war ja jetzt selber mal in Sachsen, also in diesem angeblich schlimmsten Bundesland. Und Katrin Göring-Eckardt hat es ja auch gesagt, Rassismus bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und eigentlich die Leute, mit denen ich über Migration gesprochen habe, die haben alle gesagt, ich habe nichts prinzipiell gegen Ausländer. Das Problem sind die Zahlen. Und das Problem ist, dass hier Kriminelle dann nicht entsprechend abgeschoben werden. Also dass die Leute, die sich nicht benehmen, dass man denen nicht die entsprechende Härte zukommen lässt. Also, wie gesagt, ich war da jetzt nur relativ kurz, aber okay, war jetzt nur Sachsen. Ich meine, ich war ja auch schon in anderen Ostbundesländern. Nirgendwo habe ich irgendwas in diese Richtung erlebt. Also das ist tatsächlich, also die Einstellung der normalen Leute auf der Straße zu diesen Themen ist ähnlich wie im Westen. Das unterscheidet sich gar nicht so groß, wenn du jetzt zu konkreten Themen fragst. Also auch wenn die Leute deutlich anders wählen, aber gerade bei dem Migrationsthema, da wollen die meisten Leute halt jetzt, haben die meisten Leute wirklich nichts gegen Ausländer pauschal, sondern sie haben was gegen die aktuelle Migrationspolitik. Und das ist in Ost wie West so. Also die Umfragen sind ja bundesweit ziemlich eindeutig. Die Mehrheit lehnt diese sehr liberale, sehr offene Migrationspolitik, die wir gerade haben, ab. Das hat die Bundesregierung, finde ich, jedenfalls gut gemacht. Übrigens gegen viele Voraussagen, dass das nicht klappen würde. Und wir haben es jetzt geschafft, weil wir mehr Erneuerbare haben, dafür zu sorgen, dass die Energiepreise deutlich geringer sind auf dem Niveau von, wenn ich es richtig weiß, 2017. So, jetzt kann man den Leuten immer weiter einreden, die Energiepreise sind gestiegen. Man könnte aber auch sagen, Mensch, das haben wir zusammen geschafft. Nicht die Politik, sondern zusammen Politik und die Menschen, die sich auch umgestellt haben, die gesagt haben, wir wollen es anders machen. Der Politikansatz, den Sie hier beklagen bei Frau Wagenknecht, würden Sie das eigentlich populistisch nennen? Den Politikansatz von Frau Wagenknecht, ja natürlich. Ich meine, Frau Wagenknecht versucht immer den Leuten einzureden, dass alles ganz, ganz schlecht ist. Ja. Und am Schluss hat sie ein Wahlprogramm. Also kumuliert 2021, 2022 5% Reallohnverlust. Wenn ihr das aussprecht, dann seid ihr Populisten.
haben in Thüringen, ich glaube, es sind 4 Seiten insgesamt. Bitte? Das, wir haben ein ausführliches von über 20 Seiten. Ich meine, wenn Sie es nicht gelesen haben, Sie müssen unser Wahlprogramm nicht lesen, aber dann dürfen Sie nichts dazu sagen. Aber wenn ich mir die Antworten anschaue, die Sie haben, dann sind es Überschriften. Das ist aber ja nicht so nach dem... Ich habe das Wahlprogramm nicht gelesen. Ich weiß, dass es nur 5 Seiten sind und jetzt reden wir über das, was da drin steht, obwohl ich es nicht gelesen habe. Lesen, wenn sie nicht wissen, wie Angst ist. Ich habe es im Netz gelesen. Also ich habe mir es nicht ausgedruckt, das gebe ich zu, das wäre Papierverschwendung. Aber die Antworten sind nicht, wie machen wir das genau? Wo kommt das Geld dafür her? Wie setzen wir was um? Sondern ihre eine Antwort ist, Bundespolitik, Außenpolitik, das spielt in Thüringen die Rolle für eine Regierungsbildung. Und das andere ist, so versprechen, wir machen das dann schon für euch. Und ich habe einen Politikansatz, wo ich sage... Ja, wenn es einen Atomkrieg gibt, dann macht der keinen Bogen um Thüringen. Also man kann es tatsächlich so einfach sagen. Nee, muss man zusammen machen, zusammen hinbekommen mit den Bürgerinnen und Bürgern, sodass sie sich auch einmischen können, ernsthaft, und nicht ein neues Versprechen kriegen, was sie nicht einhalten werden. Ist das für Sie eigentlich unangenehm, Frau Wagenknecht, Populistin genannt zu werden? Oder sagen Sie, was soll das? Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, es ist schon eine Art Beschimpfung, weil man versucht ja damit, das, was ich vertrete oder was andere, auch unsere Spitzenkandidaten des BSW vertreten, irgendwie so in eine unseriöse Ecke zu stellen. Ich meine, populäre Politik wollen wir machen. Ich glaube, in einer Demokratie sollte man populäre Politik machen. Aber der Vorwurf populistisch ist ja... Ja, und genau das meinen Leute wie Feldenkirchen oder Eckhardt, wenn sie von Populismus reden. Dann meinen sie populäre Politik. Also für diese Leute ist das exakt das Gleiche. Also da gibt es keinen Unterschied. Natürlich ist populistisch dann die Beschimpfung, das negative Framing, aber wenn diese Leute das sagen, ist es de facto ein Kompliment. Ja, doch, mit dem Unterton, und Sie haben es ja jetzt auch nochmal ausgeführt, das ist nicht seriös. Sie versprechen den Leuten was, was sie nicht halten können. Und das stimmt einfach nicht. Ich meine, in unserem Wahlprogramm, wir haben sehr ausführlich zum Beispiel zur Bildungspolitik Position bezogen. Und das ist ja ein ganz großes Thema. Ich meine, in Thüringen, wo ständig die Stunden ausfallen, die Kinder teilweise keinen Mathematikunterricht mehr haben. Und wir haben ja auch die Studien darüber, wie viele... Wo übrigens Linke, Grüne und SPD regieren. Also... Da sind die Grünen, ich meine, die stehen im Osten nicht stark da, die haben es aber durch ihre Koalitionsbildung wirklich geschafft, sich in sehr viele Regierungen reinzubringen. Also die Grünen, die sind da tatsächlich auch für die Bildungspolitik im Osten vielfach mitverantwortlich. Jugendliche die Schule verlassen und können noch nicht mal elementar lesen, rechnen und schreiben. Und das ist ja ein Skandal. Und das betrifft vor allem Kinder aus ärmeren Familien. Und da passiert nichts. Und natürlich sagen wir erstens mehr Lehrer. Wir sagen andere Lehrpläne, wo man sich auf die Kernfähigkeiten konzentriert. Dafür gibt es ja auch Beispiele. Also zum Beispiel Hamburg hat da einen deutlich besseren. Die haben ja Veränderungen gemacht, sich auf die Kernfähigkeiten reduziert, die Lehrpläne entschlackt, dann kann es besser gehen. Wir sagen Smartphones und Tablets raus aus der Schule. Also das sind ja ganz konkrete Dinge. Ich will jetzt gar nicht unser ganzes Wahlprogramm referieren. Aber immer so zu tun, als hätten wir da nichts anzubieten, das ist einfach nicht seriös. Und vor allem gar nicht mal hinzugucken, was wir vertreten, ist gar nicht zu lesen und dann zu sagen, ja, die haben doch nur irgendwie populistische Vorschläge. Wir stehen zwar vor Wahlen im tiefen Osten, aber beeinflussen könnte sie paradoxerweise ein schreckliches Ereignis im tiefen Westen. Die Stadt Solingen liegt rund 550 Kilometer von Sachsen entfernt, könnte nun aber die Wahl dort entscheiden. Am Freitagabend werden auf einem Stadtfest 11 Menschen mit einem Messer angegriffen. 2 Männer und eine Frau sterben. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Geflüchteter aus Syrien, sollte schon im vergangenen Jahr abgeschoben werden. Schon kurz nach der Tat instrumentalisiert die AfD die tödliche Attacke für ihren Wahlkampf. Björn Höcke. Ich wusste es. Die bringen das Attentat und dann, denen ist schon klar, was daraus politisch gemacht wird. Also, es ist immer so, Ausländer, die de facto schon hinten abgeschoben werden müssen, zumindest wenn es hier nach Recht und Gesetz geht, machen solche Attentate. Das war ja auch beim Stürzenberger Attentat so, wo ein Polizist ermordet wurde. Und ja, natürlich wird das dann politisch verwendet. Also natürlich wird das dann politisch verwandt. Ich meine, die etablierten Parteien, die haben jahrelang jeden islamistischen Anschlag, den es hier gab, genutzt, um unser militärisches Engagement in Mali, in Afghanistan, in Syrien zu rechtfertigen. Also das machen die anderen Parteien ja genauso. Ich finde es wirklich interessant, dass dem Spiegel gleich klar ist, wer das politisch, wem das politisch nutzt. Also man weiß genau, dass hier auch von großen Teilen der Bevölkerung eben dieser Link zur Migrationspolitik gezogen wird. Weil sich der halt einfach nicht abstreiten lässt. Also solche
Straftaten dieser Art haben seit 2015 immer signifikant zugenommen und das hat halt mit der großen Zahl an Migranten zu tun, die seitdem hierher gekommen sind. Also die sind überrepräsentiert in den Statistiken, das ist einfach so. Das kannst du nicht leugnen, das ist eine empirische Realität. Spitzenkandidat in Thüringen schreibt bei X: Deutsche, Thüringer, wollt ihr euch wirklich an diese Zustände gewöhnen? Befreit euch, beendet endlich den Irrweg der erzwungenen Multikulturalisierung. Schickt die verantwortlichen Kartellparteien in die Wüste. Auch die AfD Sachsen nutzt die Tat bewusst zu Wahlkampfzwecken und macht die CDU verantwortlich. Herr Mau, was glauben Sie, welche Auswirkungen wird diese Tat in Solingen auf die Wahlen in Thüringen und Sachsen haben, gerade mit Blick auf das Ergebnis der AfD? Ja, das ist natürlich ein Ereignis, das erstmal schockiert und das uns auch Sorgen machen muss. Und wo wir auch sagen, da gibt es Dinge in der Migrationspolitik, die wir noch intensiver diskutieren müssen, nämlich die Radikalisierung von Einzeltätern im Internet oder auch von Gruppen. Ich denke, das sollte man auch nicht wegwischen. Aber natürlich wird das instrumentalisiert und das haben wir ja im Prinzip wenige Minuten oder auch Stunden danach schon gesehen, jetzt nicht nur von der AfD, auch von anderen Parteien, dass da so ein Angstszenario aufgebaut wird, dass da letzten Endes auch in so einen Aktionismus hineingegangen wird. Und ja, das ist eben ein Ereignis, das durchaus auch Sonntag Wirkung zeigen kann. Ich hoffe, nur geringer. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen nochmal einordnen, wie die Migrationspolitik läuft. Das ist ja jetzt immer, das Boot ist voll und es gibt sozusagen einen totalen Kontrollverlust. Ich sag mal eine Zahl, von 2015 bis 2022 sind pro Jahr durchschnittlich 750.000 Menschen als humanitäre Migranten, also Asylbewerber, Flüchtlinge, nach Europa gekommen, nach ganz Europa. Das heißt, wenn Sie sagen, in 5 Jahren haben wir nicht mal 1% der europäischen Bevölkerung, also das sind dann weniger als 4 Millionen Menschen, 450 Millionen leben in der Europäischen Union. Das heißt sozusagen dieses Gefühl, wir werden jetzt völlig überschwemmt. Wir haben riesige Defizite in der Integrationspolitik, ne? Das ist keine Frage. Und ich glaube, wir müssen das auch stärker thematisieren. Aber jetzt kurz vor der Wahl dann solche Dinge irgendwie öffentlich zu äußern und das letzten Endes auch politisch zu kapitalisieren, das halte ich für problematisch. Dafür haben wir Sie eingeladen, für solches ins Perspektiven rücken. Frau Wagenknecht, Sie haben sich nach Solingen wie folgt geäußert. Ich zitiere Sie: Der Bundeskanzler sollte das Stoppsignal an die Welt senden. Die Willkommenskultur ist vorbei. Wir schaffen es nicht. Und Sie haben auch getwittert. Völlig richtig. Also das hat Wagenknecht auch schon 2016 gesagt, dass das Deutschland überfordert, dass das halt keine gute Idee ist, so viele Migranten eben von so weit her hierher zu holen. Also das ist schon, wie gesagt, seit 2015 die Position von Sarah Wagenknecht. Das haben wir auch vorliegen. Wir brauchen die Asylwende und das Stoppsignal. Macht euch nicht auf den Weg. Also mit Blick an die Geflüchteten. Jetzt macht man hier nochmal Werbung für den Twitter-Account von Carlo Massala, also dem Chefpropagandisten der deutschen Transatlantiker. Ich meine natürlich dem Osteuropa-Experten. Also das tut mir jetzt natürlich leid, dem Osteuropa-Experten. Fragte dann bei Twitter: Alice, bist du es, Carlo Massala, spöttischer Kommentar. Was sagen Sie, Frau Göring-Eckardt, ist das populistisch gar AfD-Sprech, was wir gerade gesehen haben, oder hat Frau Wagenknecht hier auch einen Punkt? Naja, Frau Wagenknecht, kann nicht beides sein. Also nur weil die AfD, also das ist ja mal ein Beispiel, was Sarah Wagenknecht bringt, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, ja, dann stimmt es offensichtlich. Also kann man mit AfD-Sprech ja offensichtlich richtig liegen. Also die AfD, nicht alles, was die AfD sagt, ist falsch. Ich möchte natürlich versuchen, weiter Unsicherheit zu schüren und das auf dem Rücken derjenigen, die in Trauer sind, gerade in Solingen. Das sind Menschen, die haben ihre Angehörigen verloren. Das sind Menschen, die haben ihre Freunde verloren. Das sind Menschen, die waren auf diesem Stadtfest, worüber Vielfalt stand, ja ganz bewusst, und sind natürlich schockiert. Ich kann nur sagen, meine große Bitte ist, bleiben wir doch differenziert. Islamismus ist ein riesiges Problem, dass Menschen radikalisiert werden, vielleicht schon radikalisiert hierher kommen, aber auch wenn sie hier sind, radikalisiert werden. Damit muss ganz real und wirklich Schluss sein, sowohl im Netz als auch auf dem Schulhof. Das ist Aufgabe des Staates, völlig klar. Ich würde mir aber sehr wünschen, dass wir jetzt nicht anfangen zu sagen, so eine Rhetorik wie das Boot ist voll. Worum geht's denn da? Also ich meine, Frau Wagenknecht setzt sich ja sehr dafür ein, dass das Gesundheitssystem in Thüringen funktionieren soll. Das funktioniert im Moment, weil wir 16% der Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus haben, nur im Krankenhaus.
Warum bilden wir nicht genug Ärzte in Deutschland aus? Wieso gelten für das Medizinstudium so hohe NCs? Ganz einfach, weil die Bundesländer Geld sparen wollen. Wenn man weniger Medizinstudienplätze bereitstellt, dann muss man weniger Geld ausgeben. Wenn man mehr Plätze schaffen würde und damit mehr deutsche Ärzte hätte, dann ja, dann würde das mehr Geld kosten. Und da gibt es ja auf Landesebene diese ganzen Schuldenbremsen, die dagegen stehen. Also es ist eine politische Entscheidung, dass wir zu wenige Mediziner haben. Das ist nichts, was irgendwie ein Fakt, der so wäre und den man nur durch Zuwanderung ändern könne. Die von anderen Ländern kommen, die meisten übrigens aus Syrien. Ich möchte die weder zurückschicken, noch möchte ich für die Zukunft sagen, da kommen keine mehr, weil der Ärztemangel geht weiter. Ein Beispiel von vielen. Wir sollten uns wirklich die Mühe machen, zu differenzieren, klar zu haben, das sind zum Teil Menschen, die fliehen dort vor Islamismus, die fliehen vor den Mördern, die sie jetzt, von denen wir jetzt erleben, dass sie hier radikalisiert sind und Leute umbringen. Ja, die fliehen vor allem von Islamisten, die vom Westen bezahlt und hochgerüstet wurden. Also gerade in Syrien kann man das sagen, da hat der Westen dschihadistische Milizen hochgerüstet, also solche mit Taliban, Al-Qaida, dem IS verflochten waren. Und das Ziel war es, Bashar al-Assad zu stürzen. Das hat nicht funktioniert. Mittlerweile ist Syrien komplett zerstört. Man hat über 10 Millionen Flüchtlinge, ein Teil davon ist in Europa und auch hier in Deutschland gelandet. Also das ist das Ergebnis westlicher Geopolitik, was wir da gerade sehen. Straftäter sollen abgeschoben werden, zwar klar, eindeutig, schnell. Und da gab es auch ein Versagen, das wissen wir heute. Und das sollten wir angehen, aber nicht so tun, als ob es um alle Menschen geht, die aus Not fliehen oder uns hier helfen, unsere Systeme zu stabilisieren. Frau Wagenknecht, warum schüren Sie auch wenige Tage vor der Wahl Stimmung? Ich schüre keine Stimmung, sondern die Stimmung ist da und die ist schon lange da. Ich meine, es ist ja immer wieder auch, also es ist ja so eine Art Ritual, dass dann immer, wenn so furchtbare Dinge geschehen, alle Politiker sagen, jetzt muss sich alles ändern und es ändert sich nichts. Ich meine, ich habe im Grunde seit vielen Jahren, mir wurde ja über Jahre auch immer unterstellt, ich sei AfD-nah, weil ich das Problem thematisiert habe und weil ich fand, man soll es der AfD nicht überlassen. Natürlich sind sehr hohe Zuwandererzahlen eine Frage, wie ob wir das von der Infrastruktur bewältigen, da geht es um Schulen, da geht es um Kita-Plätze, da geht es um Wohnungen, das sind alles Probleme und es sind auch kulturelle Probleme. Und viele, gerade gut integrierte Zuwanderer, und natürlich gibt es die, machen sich große Sorgen, wenn das so weitergeht, dass die Stimmung auch gegen sie kippt, auch in ihrem Interesse, finde ich, muss die Politik ein Stoppsignal setzen und sie vermischen hier einfach einiges. Also Fachkräftezuwanderung, gerade auch von Pflegekräften, ist eine ganz andere Frage als das, was über Schleuser organisiert, sogenannte Asylzuwanderung ist, die ja vielfach keinen Asylanspruch hat. Ich meine, 1-2% haben einen Anspruch auf Asyl. Und ehrlich gesagt, ich finde auch, jetzt zu sagen, ja, wir haben natürlich... Sie kann mal kurz auf dieses Argument eingehen, weil da ist ja schon was dran. Also was Frau Göring-Ecker sagt, dass viele von den Geflüchteten heute Fachkräfte sind. Negieren Sie das? Also wir haben syrische Ärzte, die in Deutschland arbeiten, wo ich mich allerdings frage, ehrlich gesagt, die werden in Syrien gebraucht. Also das Land muss wieder aufgebaut werden. Selbst wenn da so viele Fachkräfte darunter sind, die werden doch in ihren Heimatländern gebraucht. Also gerade in vom Krieg zerstörten Ländern, gerade okay, in Syrien hat es jetzt, wie gesagt, viele Kriegsflüchtlinge, da ist ein Querschnitt der Gesellschaft hierher bekommen. Aber gerade in vielen afrikanischen Staaten, wo wir explizit versuchen, nur die Fachkräfte abzuwerben. Also Entwicklungsländer, die sowieso gerade ein Bildungssystem im Aufbau haben, die sowieso jeden Fachkraft dringend brauchen, um überhaupt eine konkurrenzfähige Wirtschaft aufzubauen, denen die Fachkräfte abzuwerben. Das ist doch eine Art von neokolonialer Politik, die auch diesen Ländern schadet. Schlechtes Gewissen gegenüber Syrien. Also wieso müssen wir unsere Ärzte von armen Ländern ausbilden lassen? Wir haben auch viele Ärzte aus afrikanischen Ländern in Deutschland. Hey, es ist so geil. Ich habe das nicht gesehen und Sarah Wagenknecht sagt exakt das Gleiche wie ich. Finde ich witzig. Ja, die Punkte liegen ja offen auf dem Tisch. Also das ist auch so eine neokoloniale Arroganz. Sollen die anderen, also haben wir zu wenige Ärzte? Ja, warum bilden die Afrikaner denn nicht Ärzte aus, damit wir die dann hier einwandern lassen können? Also die Afrikaner brauchen die ja gar nicht. Also die brauchen wir hier. Wieso sind wir nicht in der Lage, ein Medizinstudium mit einem etwas, also sozusagen gemäßigten Numerus Clausus zu haben, wo wir unsere Ärzte selber ausbilden? Das ist doch eigentlich fast schon zynisch zu sagen, die kommen ja bei uns. Natürlich sind die Ärzte nicht das Problem, sondern das Problem sind die Parallelgesellschaften.
Ja, das vor vielen Jahren. Und es ist ein sehr, sehr kleiner Teil derer. Also wir haben selbst bei den Menschen, die aus Syrien gekommen sind, aktuell, ich glaube, die Zahlen sind 35%, die in sozialversicherter Beschäftigung sind. Also so hoch ist das nicht. Und wir haben eine Gefahr seit vielen Jahren, dass zum Beispiel unsere Schulen überfordert sind. Ich meine, die letzten PISA-Studien, die haben das ja thematisiert, gerade in den armen Bezirken. Und das ist halt, was die Grünen natürlich immer ignorieren, weil die wohnen da nicht. Die wohnen in Prenzlauer Berg, da wohnt der Arzt, da hat man kein Problem. Aber in den armen Bezirken, da haben wir Schulklassen, da spricht die Mehrzahl der Menschen. Ja, aber wahrscheinlich wohnen sie auch nicht. In Thüringen und ich wohne im Wedding in Berlin. Also da kann man jetzt nicht sagen, ich wohne da. Ich weiß jedenfalls. Und kann nur sagen, dass die Schulen zu wenig Lehrerinnen und Lehrer haben, dass wir Nein, es sind nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern wenn eine Klasse zu 80% Kinder hat, die kein Deutsch können, dann kann man in dieser Klasse nicht unterrichten. Das ist ein Kernproblem und das sind die armen Viertel, wo sich das konzentriert. Wohnen Sie denn da, Frau Wagenknecht, wo man echt... Und was man dagegen tun kann, weniger Zuwanderung und Kindergartenpflicht für die Kinder, die nicht vernünftig Deutsch können, damit sie es da erstmal lernen. Also, dass sie da überhaupt mit genug Deutschen in Kontakt kommen. Also das sind die zwei Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Echte Probleme mitbekommt? Ich wohne auf dem Dorf im Saarland. Da ist das Problem nicht. Das ist tatsächlich so. Also bei uns in diesem Dörfchen ist in dieser Frage Idylle. Aber ich weiß zum Beispiel im Saarland, natürlich gerade in Saarbrücken gibt es Viertel, da ist ganz massiv die Konzentration. Oder auch in bestimmten Straßen, auch in Saarbrücken selber, da sagen mir Leute, sie trauen sich nicht mehr hin, weil da sich das ganze Klima so verändert hat. Dann sagen Sie ja, das ist eine Art von Integrationspolitik. Danke an Seppi für die zwei Abonnements, die du verschenkt hast. Problem ist, ne? Also, ja, wenn dass die Politik die Infrastruktur leisten muss. Die Zahlen sind ja nicht mehr so hoch wie 2015. 100.000 jetzt in kürzester Zeit nochmal. Und die Frage ist. Und dann die Ukrainer, also die tauchen ja nicht in den offiziellen Statistiken auf. Also, immer wenn euch ja mit Statistiken von die 2022 beinhalten kommt, habt immer im Hinterkopf, 2022 waren die Zahlen so hoch wie nie. Es taucht nur nicht in der Statistik auf, weil die Ukrainer nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Die haben hier gleich Anspruch auf Bürgergeld. Das ist bei den Ukrainern anders geregelt worden. Aber dadurch ist einfach diese Statistik nicht mehr zu gebrauchen. Also die Zahlen waren in den letzten Jahren so hoch wie nie, aber die Statistiken bilden es nicht ab. Sind Sie sozusagen auch für den Spurwechsel zwischen sozusagen Fluchtmigration und Asylmigration hin zur in den Arbeitsmarkt? Das wäre ja eine Option, wo man sagt, man integriert die Leute schneller, man schafft dort mehr Möglichkeiten, man hält die Leute auch nicht so lange sozusagen in Form in geschlossenen Einrichtungen, wo sie sehr reduzierten Zugang nur zum Arbeitsmarkt haben. Das ist ja eine Möglichkeit, um Integration zu gewährleisten. Eine andere ist natürlich, das haben Sie auch selber gefordert, die Verbesserung der Schulen, der Ausstattung des Personals. Also ich denke mal, Ihre Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab, wie geht man eigentlich mit so einem Thema politisch um? Und es gibt ja auch viel Expertise und viel Sachverstand, zum Beispiel den Sachverständigenrat für Migration, der sich auch viel Gedanken darüber macht, wie man gute Migration hinbekommt, in welcher Art von Schulform das gelingt, mit welcher auch institutionellen Unterstützung. Das ist etwas, wo man hingucken kann. Und da würde ich natürlich von der Politikerin erwarten, da wirklich genau mal Zeile für Zeile zu lesen, sich das vielleicht ein bisschen anzueignen, Experten einzuladen, mit denen darüber zu sprechen und nicht sozusagen relativ frei Thesen zu äußern, die immer darauf hinauslaufen, dass man die Grenzen schließen muss, dass es einen Kontrollverlust gibt. Ich glaube, das hilft uns in dieser Diskussion nicht weiter. Wir müssten das Asylrecht... Ja, wenn man sich mit Experten unterhält, die sich ernsthaft damit beschäftigen, dann sagen sie genau das. Diese Migration, wie wir sie seit 2015 erlebt haben, hat diesem Land nicht gut getan. Die Kriminalität ist gestiegen, es gibt kulturelle Konflikte, also dazu braucht man nicht mehr Experten, da kann man einfach einen Blick in die Statistiken werfen. Es ist doch relativ einfach. Man kann einfach schauen, welche Migrantengruppen sind überrepräsentiert. Und das sind genau die Migrantengruppen, die wir seit 2015 hier massenweise importiert haben. Also, das ist doch relativ klar. Da kann man doch nicht vom Tisch wischen.
Recht aus dem Grundgesetz rausstreichen. Wir müssten die Genfer Flüchtlingskonvention Konvention aufkündigen. Wir müssten die europäischen rechtlichen Bindungen, die wir haben, müssten wir auch aufkündigen. Warum stimmt das nicht? Wir müssten einfach nur selbst die Regeln, die wir haben, umsetzen. Also wir haben ja jetzt immer wieder Morde, die begangen werden von Menschen, die eigentlich sich gar nicht mehr in Deutschland befinden dürften, wenn einfach nur unsere Regeln gelten würden. Das ist aber ein ganz anderer Punkt. Der Punkt war jetzt, dass man nicht mehr so viele aufnehmen soll. Ja, natürlich, jetzt weil wenn man so viele und die sind, also wer in die Europäische Union kommt, der muss seinen Asylantrag darstellen, wo er als erstes an Land kommt. Also nicht in Deutschland. Also auch nach den aktuellen Regeln müssten wir fast keinen der Flüchtlinge, die hier ankommen, aufnehmen. Auch nach unserem aktuellen Asylrecht nicht. Also könntest auf nationaler Ebene tatsächlich die Asylpolitik verschärfen, wenn du das wolltest. Aufnimmt, ist eben dieser Kontrollverlust da, weil man es gar nicht schafft, weil man es auch nicht bewältigen kann. Und natürlich sage ich nicht, wir müssen uns jetzt gegen alle Welt komplett abschotten, aber wir haben einen Trend, dass Parallelgesellschaften entstehen, dass tatsächlich auch Milieus entstehen, wo die Ablehnung unserer Kultur identitätsstiftend ist. Und zwar schon bei ganz jungen Menschen. Es gab vor kurzem eine Warnung sogar von der Arche, die sich eben um Kinder und Jugendliche kümmert. Die haben gesagt, da gibt es eine Radikalisierung, selbst da sind schon Messer im Gebrauch. Sie schaffen das auch nicht mehr. Und wie gesagt, ich kenne ja Menschen, deren Kinder in solche Schulen gehen, wo dann auch eine extreme Gewaltbereitschaft ist, wo Lehrer mir sagen, ja, ich kann auch mit den Eltern, die Eltern reden, der Vater redet mit mir nicht, weil ich eine Frau bin, wo auch die Mädchen sogar schon attackiert werden, die dann nicht sich verschleiern. Das sind doch keine Zustände. Das sind keine Zustände, die du in Deutschland erwarten würdest. Eigentlich nirgendwo in Europa. Die gut integrieren. Also nicht mal in den muslimischen Ländern. Also das ist, es gibt ja muslimische Länder in Europa wie die Türkei oder Albanien. Ist ja nicht mal da, würdest du das erwarten. Davor schützen, dass sich gegen sie die Stimmung wendet. Und deswegen müssen die Zahlen runter. Im heutigen Gesprächs soll der Osten des Landes stehen. Und in diesem Zusammenhang die Frage an Sie, Herr Mau, warum das Thema Migration gerade im Osten eine so bedeutende Rolle spielt, obwohl dort zumindest vergleichsweise es gar nicht so viele Migranten gibt. Ja, das steht schon im Zusammenhang. Also es gibt natürlich noch keine Gewöhnung an Diversität. Es ist auch nicht so eine lange historische Entwicklung. Aber der Hauptgrund, den sehe ich schon darin, dass die Ostdeutschen oder viele Ostdeutsche natürlich durch unglaublich turbulente Transformationsjahre gegangen sind, wo sie auch viele persönliche Veränderungen erleben mussten, die zum Teil auch sehr schmerzhaft gewesen sind. Und Teile der ostdeutschen Gesellschaft sind eben veränderungserschöpft. Die sagen, ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Wenn dein Land deindustrialisiert wird, wenn alles, was an industrieller Produktion hat, in den Westen abwandert und durch schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs ersetzt wird, wenn das gesamte Vereinsleben trockengelegt wird, wenn ein Großteil der jungen Generation abwandert, wenn die Geburtenrate auf zeitweise unter ein Kind pro Frau kollabiert, also man hatte im Osten, also die Geburtenraten, die sind da tatsächlich Anfang der 2000er, Ende der 90er auf solche Niveaus kollabiert, wie wir so heute in Südkorea sehen. Also das ist wirklich eine demografische Katastrophe, die der Osten erlebt hat und die er noch erleben wird in den nächsten Jahrzehnten. Also wenn all das passiert, dann sind die Leute veränderungserschöpft und wollen jetzt keinen vollkommen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland doch mitmachen, der die Realeinkommen noch mal abmindert. Braucht, um wieder einigermaßen... Was ist das für ein unglaublicher, regierungsfreundlicher Schönsprech? Ihr merkt es ja, also nichts, was Mau hier sagt, ist irgendwie sachlich falsch. Es ist halt einfach alles so maximal regierungsfreundlich geframed. Also es ist alles so geframed, ja, die Leute sind Veränderungs... Also das ist eigentlich komplett zynisch, was der Typ hier die ganze Zeit macht. Also es ist ja komplett richtig, die Leute sind veränderungserschöpft, aber warum? Die Leute sind diktatursozialisiert, ja, kannst du sagen, sind halt in der DDR aufgewachsen, ist kannst du als Diktatur bezeichnen. Aber es klingt jetzt so, als hätten die Leute grundsätzlich ein Problem mit Veränderung oder als hätten die Leute grundsätzlich eine Affinität zur Diktatur. Beides ist ja nicht so und beides sagt man auch nicht explizit, weil es nicht stimmt. Aber ehrlich, also was man mit Framing anrichten kann, also das ist echt ein wirkliches Lehrstück, was er uns heute gibt. Einen sicheren Grund unter den Füßen zu spüren. Und jetzt kommt schon wieder das Nächste. Ne? Jetzt dann die große Finanz- und Bankenkrise 2007, 2008. Dann kommt die Krise der Migrationspolitik. Dann kommt die Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt, globale Krisen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dann neigen Leute zu... Ja, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Warum interessiert der uns hier in Deutschland?
Also warum müssen wir dann Wirtschaftskrieg gegen Russland beginnen? Also als die USA 1999 einen Angriffskrieg auf Serbien gestartet haben, haben wir keine Sanktionen gegen die USA erlassen. Nee, wir haben uns an diesem Angriffskrieg beteiligt. An dem Angriffskrieg 2001 auf Afghanistan, da haben wir keine Sanktionen erlassen. Nee, wir haben uns daran beteiligt. 2003 beim Angriffskrieg auf den Irak, da haben wir keine Sanktionen erlassen. Nee, wir haben uns auch nicht, also wir haben die USA logistisch unterstützt. Da wir haben zumindest direkt keine Soldaten gesendet. 2011 in Libyen, haben wir da Sanktionen gegen Frankreich oder gegen die USA verhängt? Nee, haben wir nicht. So, Angriffskriege sind kein Grund, dass sich hierzulande irgendetwas ändern muss. Also das ist dieser Link zwischen, da gibt es einen Angriffskrieg und hierzulande kommen ganz viele Flüchtlinge her und wir müssen plötzlich Wirtschaftskriege beginnen. Dieser Link, der besteht so nicht. Das ist eine politische Entscheidung. Also diese Änderung, die geht hier nicht von einem russischen Angriffskrieg aus, die geht von Entscheidungen der Ampelregierung aus, die sich de facto wie ein US-Vasall verhält. Teil eben dazu zu sagen, nee, das will ich alles nicht mehr. Ne? Da gibt es eben sozusagen so eine Festhaltementalität, auch so eine Art von Veränderungsaversion. Das ist auch durchaus menschlich nachvollziehbar. Ja. Und das richtet sich dann häufig eben auch gegen Geflüchtete. Wir wollen schauen, was eine solche Stimmungslage, wie Sie sie beschreiben, bei Landtagswahlen für Ergebnisse zeitigen könnte. Haben hier Umfragen vorliegen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Wochenende. In Sachsen liegt die AfD. So, die Leute wollen es nicht ausbaden, wenn man in London, Paris oder Washington meint, geopolitisches Schach mit Dutzenden Millionen Menschenleben spielen zu müssen. Also dann wollen die Leute die Kosten dafür nicht tragen. Das ist ja unglaublich. Wie können die es wagen? Die sind einfach änderungsresistent. AfD in der aktuellen INSA-Umfrage bei... Also Sachsen, schauen wir uns die mal an. Ich hatte es ja gesagt, BSW 10-15%, also die können durchaus ein gutes Ergebnis erfahren. Wenn es sehr gut läuft, dann fliegen alle anderen Parteien aus dem Land, dann haben wir da nur CDU, AfD und BSW und man kann tatsächlich davon ausgehen, dass Michael Kretschmer kurz vor Ende, also ist ja immer so gewesen, bei den ganzen letzten Ostwahlen auch, dass kurz bevor die Wahl dann stattfindet, also in den jetzigen Tagen, dass dann die Umfragewerte noch ein bisschen hochgehen, dass das Wahlergebnis ein bisschen besser ausfällt, da sich alle anderen Parteien, wo es unsicher ist, ob sie reinkommen, dass sich die Wähler dieser Parteien eher hinter Michael Kretschmer versammeln werden, als hinter dem BSW oder der AfD. Ist leider so. Also das heißt, die CDU wird meiner Prognose nach wahrscheinlich stärkste Kraft werden. Aber wie gesagt, ist unsicher. Morgen Abend wissen wir mehr, da werde ich mit Marlon zusammen drauf reagieren, da bin ich schon gespannt drauf. 32%, das Bündnis Sarah Wagenknecht bei 15. Die Grünen müssen um den Einzug ins Landesparlament zittern, liegen gerade mal bei 5%. In Thüringen sieht es für die Grünen noch schlechter aus, gerade mal 3%. So, halten wir mal an. Also in Thüringen, das ist sehr, sehr interessant, da könnte Katja Wolf tatsächlich Ministerpräsidentin werden. Ihr seht, die Umfragewerte sehen gut aus, aber auch das ist sehr unsicher. Der wahrscheinlichere Ministerpräsident ist Björn Höcke von der AfD. Wenn damit Katja Wolf oder Mario Vogt von der CDU, je nachdem wer da vorne liegt, Ministerpräsidenten werden könnten, müssten sich CDU und BSW wahrscheinlich auf eine gemeinsame Koalition einigen. Und meine Prognose, das wird nie und nimmer geschehen. Also die CDU ist vom BSW in allen relevanten Politikbereichen so weit entfernt, egal ob in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik, die CDU ja schon seit Jahrzehnten an die Wand gefahren hat, in der Außenpolitik, die für das BSW ja ein wichtiges Wahlkampfthema ist, wo das BSW auch gesagt hat, man wird nicht mit Parteien zusammenarbeiten, die für Waffenlieferungen in die Ukraine sind und die für die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen hier in Deutschland sind, wird man nicht zusammenfinden. Also es ist völlig absurd, dass man mit der CDU, dass es da irgendeine Zusammenarbeit geben könnte. Also für am wahrscheinlichsten halte ich es tatsächlich, dass Björn Höcke von der AfD in Thüringen eine Minderheitsregierung anführen wird. Das wird man, wie gesagt, aus BSW-Sicht auch gar nicht ändern können. Also das ist dann was, womit man umgehen muss. Und dann wird es interessant zu sehen, wie die AfD dann regiert. Also ist meine Prognose, auch da werden wir morgen sehen, was rauskommt. Aber der Vorsprung der AfD, der scheint so groß zu sein, dass er wahrscheinlich sogar uneinholbar ist. Also davon kann man in Thüringen durchaus ausgehen, dass Björn Höcke als erster durch die Ziellinie geht und damit auch gute Chancen hat, Ministerpräsident zu werden. Mit großem Abstand führt hier auch die AfD mit 30%, gefolgt vom BSW mit 20%. Frau Göring-Eckert, die Zahlen, die lügen nicht, sprechen eine ehrliche Sprache. Warum sind die Grünen gerade in Ostdeutschland so unfassbar unbeliebt? Was hat Jens Dietzmann zu mir gesagt? Die Grünen haben ungefähr die Beliebtheit von Fußpilz. Also ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Ja, die Grünen sind halt...
sind halt der Inbegriff von dieser westdeutschen Akademikerpartei, die, also die für eine aggressive Außenpolitik, eine liberale Immigrationspolitik stehen und gleichzeitig auf die Menschen im Osten und allgemein in ländlichen Regionen, ich meine, ist ja nicht nur der Osten, sind ja eigentlich alle ländlichen Regionen in ganz Deutschland, eine Arroganz herabschauen, die ihresgleichen sucht. Also dafür sind die Grünen der perfekte Inbegriff. Deswegen sind sie so verhasst. Also ich bin damit nicht zufrieden, das können Sie sich vorstellen. Es sind aber auch, das sagt diese gleiche Umfrage auch, 35% der Leute noch nicht entschieden. Das heißt, die nächsten Tage werden... Auch die werden nicht die Grünen wählen. Also da können wir uns, glaube ich, schon mal ziemlich sicher sein. Entscheidend sein. Wir sind da noch nicht entschieden zwischen CDU, AfD und BSW und in Thüringen vielleicht zwischen der Linken. Aber wir werden wahrscheinlich nicht die Grünen wählen. Dafür. Und ich richte mich so ein bisschen danach, was treibt die Leute eigentlich am meisten um? Und wenn man mit ihnen wirklich spricht, vor Ort ist, wenn man sich anschaut, der MDR hat so eine Umfrage gemacht, was ist ihnen eigentlich am wichtigsten, was macht Thüringen aus? Und da ist das Erste, was alle sagen, oder was die Mehrheit sagt, eine große Mehrheit sagt, Natur. Wälder, Parks, Seen, Berge, das gehört zu unserem Land dazu. Ja. Und das ist auch das Ergebnis vieler Gespräche, die ich mit Leuten führe. Ich glaube, dass das eine ist, das, was Herr Mau gesagt hat, aus der wissenschaftlichen Perspektive, das stimmt natürlich. Das habe ich auch gemerkt. Also die meisten Leute sind abstrakt für Umweltschutz. Und die meisten Leute sagen einem auch, dass die Grünen dieses Thema unbeliebt machen. Also dieses eigentlich richtige Thema, das wird von der Partei wie den Grünen in den Dreck gezogen. Also das ist das, was man tatsächlich am meisten hört. Im Chat beantwortet Null die Frage. Ja, das sind wir von Katrin Göring-Eckardt gewohnt, dass sie die Fragen nicht beantwortet. Sie wird dann auch, aber sie darf trotzdem ausreden. Also es ist bei Sarah Wagenknecht nicht so, die würde unterbrochen werden, wenn sie irgendwas anderes erzählt, was nicht mit der Frage zu tun hat. Das haben wir auch im MDR-Duell gesehen, wo Katja Wolf und Björn Höckner andauernd unterbrochen wurden. Aber Mario Vogt wirklich den größten Unsinn erzählen konnte, der nichts mit der Frage zu tun hatte und er immer ausreden durfte und gleichzeitig noch andere unterbrechen durfte. Also wo die ganze Moderation extrem pro CDU war. Und hier ist er halt extrem pro Grüne, pro Katrin Göring-Eckardt. Beim Spiegel und beim Öffentlich-Rechtlichen so zu erwarten. Erschöpfung wird häufig mit denen verbunden, die scheinbar für die Veränderung stehen. Ich würde sagen, Wälder für Windkraft abholzen, das ist auch das beste Beispiel. Also ich glaube, die wenigsten Leute haben ein Problem mit Windrädern, die irgendwo im Feld stehen oder die auf irgendwelchen Flächen aufgestellt werden, wo sie halt keinen stören. Aber Wälder für Windkraft abholzen. Das ist halt das Gegenteil von Umweltschutz. Tun wir eher nicht, sondern wir sind diejenigen, die sagen, das wird kommen. Die Klimakrise ist nicht erwähnt, aber die macht sich überall fest, wenn man durch den Thüringer Wald fährt. Also meine Heimat, da sind viele Wälder entweder gar nicht mehr da in Teilen oder sie werden... Hat aber auch viel mit der Forstwirtschaft da zu tun. Also dass man da auf Fichtenmonokulturen gesetzt hat, ist ja im Harz genauso. Also könnt euch das wirklich mal, das sieht wirklich gruselig da aus. Und jetzt kann man darüber streiten, wie viel hat der Klimawandel mit dem heißen Sommer 2018 und den folgenden Dürrejahren zu tun. Also da war es heiß. Problem war gar nicht die Hitze, Problem war die Trockenheit. Also mit diesem ganzen trockenen Sommer zu tun. Was hat der Klimawandel jetzt damit zu tun, dass es zwischen 2018 und 2022 viel zu trocken war? Darüber könnte man jetzt eine Debatte führen, aber das ist für solche Fichtenmonokulturen natürlich tödlich. Buchenmischwälder wären damit wesentlich besser klargekommen und sind damit auch wesentlich besser klargekommen. Also deswegen sind ja gerade diese ganzen Fichtenwälder so massenweise abgestorben, während die Buchenwälder, die direkt nebenan standen, vielleicht, ja, natürlich auch unter der Trockenheit gelitten haben, aber jetzt ganz normal weiterwachsen. So, da sind nicht alle Bäume tot umgefallen. Mühsam wieder hergerichtet. Und die Frage, spielt es eigentlich noch eine Rolle im nächsten Landtag, ja oder nein? Wie produzieren wir in Zukunft Energie? In Thüringen wird es so sein, weil die Grünen im Landtag sind, dass wenn man da ein Windrad aufstellt, man als Kommune auch Geld kriegt, weil es eben nicht so ist wie im Westen, dass die Bauern das Geld verdienen, sondern Sie sagen andere jetzt, welche Vorteile Leute, man haben die könnte. Meine Frage war, warum die Vorteile so haben sie auf jeden Fall. Sind. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass diese Veränderungsaversion nach 30 Jahren da ist und dass wir mit diesen Veränderungen verbunden werden, statt das, was wir eigentlich tun, zu sagen. Mensch, jetzt waren wir zwischen 1998 und 2005 in der Bundesregierung. Jetzt sind wir seit ein paar Jahren wieder in der Bundesregierung. Wir sind an fast allen Ostregierungen beteiligt. Und dann machen die Leute uns für die Politik verantwortlich, die hierzulande gemacht wird. Können Sie es wagen?
sagen, nee, von diesen Veränderungen, wir werden dafür sorgen, dass es dabei gerecht zugeht. Weil am meisten leiden immer die Ärmsten darunter, wenn die Klimakrise am härtesten zuschlägt. Das wurde bisher noch nicht optimal vermittelt, offenbar. Frau Wanknecht, wenn man Ihren Reden zuhört, auch Ihre Bücher liest, da hat man schon den Eindruck, durch die Grünen sind der absolute Gegner Nummer eins, noch vor der AfD. Warum ist das eigentlich so? Ich würde sagen, nicht noch vor der AfD, aber die Grünen richten halt mehr Schaden an, weil die Grünen im Unterschied zur AfD regieren, also Macht haben und auch in den letzten Jahren natürlich in vieler Hinsicht Weichen gestellt haben. Also die ganze Energiepolitik zum Beispiel. Das Problem ist ja nicht, und ich meine, das treibt mich auch um, natürlich möchte ich, dass unsere Umwelt erhalten wird, dass das Klima geschützt wird. Das bewegt auch viele Menschen, wenn sie spüren, dass sich da Dinge verändern. Das ist für sie wichtig, aber das, was die Grünen an Klima- und Umweltpolitik verkörpern, das empfinden sie eben als undurchdacht, als verlogen, als auch nicht in sich konsistent. Also wenn wir jetzt zum Beispiel statt Pipeline-Gas Fracking-Gas aus den USA importieren oder das russische Öl über Indien einführen, das ist ja klimapolitisch ein Wahnsinn. Oder nehmen Sie die ganze Aufrüstung, die Kriege dieser Welt. Ich meine, es ist schon fast zynisch, bei einem Krieg über klimapolitische Folgen zu reden, weil erstmal leiden Menschen und sterben Menschen. Aber es ist natürlich auch trotzdem auch eine Katastrophe für das Klima. Also ein Kampfjet verpulvert in einer Stunde mehr CO2 als ein normaler PKW-Fahrer in 7 Jahren. Und Sie machen den PKW-Fahrer schlechtes Gewissen, tun aber übrigens in der Ampel auch nichts dafür, dass die Bahn sich besser aufstellt, dass der öffentliche Nah- und Fernverkehr besser ist. Die Leute doch in Thüringen auch. Die brauchen ja. Also seid ihr schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren, also nach den 2,5 Jahren, die Ampel jetzt Zeit hatte, und da hätte man Lokführer einstellen können, da hätte man mehr Personal in Betrieb nehmen können, da hätte man alles machen können, hat die Ampel nicht gemacht. Also kann man sagen, die Ampel hat auch bei der Deutschen Bahn nichts zum Besseren geändert. Also es ist eher noch schlechter geworden in den letzten paar Jahren. Ihr Auto, weil viele ländliche Regionen völlig abgehängt sind. In Thüringen sagen wir immer einen Satz, in der Stadt ist das Auto das Problem, auf dem Land ist das Auto die Lösung. Das sagen wir in Thüringen zu diesem Thema. Und natürlich sind die Mittel für den CO2-Preis, das den Sprit immer mehr verteuert. Trotzdem wollen sie den Verbrenner verbieten. Und die Leute können sich kein E-Auto leisten. Also das ist ja etwas, was die Leute einfach auch als undurchdacht. Frau Wagenknecht, haben Sie eigentlich das Wahlprogramm der Grünen in Thüringen gelesen? Nein, das Wahlprogramm der Grünen in Thüringen habe ich nicht gelesen. Das haben unsere Spitzenkandidaten in Thüringen gelesen, weil die machen Thüringer Politik. Ich mache Bundespolitik und ich sehe, was sie, oder in erster Linie natürlich. Dann würden Sie auch wissen, dass die Anzahl der erneuerbaren Energien so massiv gestiegen ist, dass der Energiepreis gesunken ist und müssten nicht mehr über alte fossile Energien reden. Natürlich, ja. Sie waren immer sehr dafür, dass wir weiter von russischem Gas leben. Wenn Energiepreise so gesunken sind, also erstmal leben wir natürlich von russischem Gas. Also wie gesagt, das russische Gas kommt halt über Umwege und das amerikanische ist immer noch teurer. Also wenn man sich die Gaspreise ansieht, stimmt das Argument ja immer noch, dass die Gaspreise massivst höher sind, als sie noch vor ein paar Jahren waren. Aber wenn die Energiepreise so gesunken sind, warum sind dann 15% unserer energieintensiven Industrie weg? Eine Industrieproduktion, die wir vor 3 Jahren noch hatten, die ist weg. Die ist nicht mehr da in Deutschland. Was ist mit diesen 15% passiert? So, wenn die Energiepreise doch angeblich wieder auf den alten Niveaus sind. Wo sind diese 15% hin? Es ist ganz einfach, die Energiepreise sind eben noch nicht in allen Bereichen wieder auf dem alten Niveau. Also jetzt kannst du natürlich einen richtigen Stromanbieter raussuchen und sagen, guck mal, der Strompreis ist wieder, was hat sie vorhin gesagt, auf einem ähnlichen Niveau wie 2017, ist doch alles gut. Aber ja, das heißt noch nicht, dass alle Energiepreise wieder auf den alten Niveaus sind. Eben von dem Gas des Diktators, der mit uns macht, was er will, der die Ukraine angreift, der für Unsicherheit in Europa sorgt, der jetzt sein Gas woanders verkauft. Der ein massives Interesse daran hat, uns hier, unsere Demokratie zu destabilisieren. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, in welcher Welt sollen wir eigentlich leben? In der von vorvorgestern? Oder gehen wir mal in die Zukunft und sagen, ja, Erneuerbare sind das Thema, Erneuerbare werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass der Strom, dass die Energie insgesamt günstig ist. Das ist eine Win-Win-Situation. Der deutsche Strompreis ist einer der höchsten in ganz Europa. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben die Erneuerbaren so toll ausgebaut, also viele Leute, die gerne ein Solarpanel auf dem Dach hätten, die verzweifeln an der Bürokratie. Und das Zweite ist, und das ist natürlich ein Problem. Beschäftigen Sie sich damit, das ist ein Problem. Wir haben es selber für unser Haus durchgemacht. Wann? Es ist ein Problem, na, wie viel Bürokratie man bewältigen muss, ehe man tatsächlich sich mit einem Solardach, also dass man, welche Anbieter das ist, dann muss man aufpassen, dass der nicht pleite geht. Haben Sie heute ein Solardach?
wir haben ein kleines Solardorf, wir wollten es ausbauen. Und ich weiß auch bei uns im Dorf zum Beispiel Landwirte, die ja sehr viel Fläche haben, wollten Solarpaneele auf ihre Dach, also auf die Stallungen und Ähnliches machen. Nee, die haben es gar nicht genehmigt gekriegt, weil die Netze essen. Wer regiert denn im Saarland? Warte, das ist die, muss ich mal nachgucken. Will ich schon gern noch sagen, weil das ist nicht nur das Saarland. Wir haben natürlich durch den Ausbau zum Beispiel jetzt die Situation, und das ist ja auch etwas, was die Leute absurd finden. Teilweise ist es so, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann haben wir zu viel Ökologen. Eine SPD-Alleinregierung tatsächlich. Sind nicht mal die Grünen dabei. Ich wollte gerade sagen, da hatte die SPD doch die Wahlen gewonnen. Ist sie hier in der Koalition, dann macht Alleinregierung tatsächlich. Grünen Strom, dann werden die abgeregelt. Wir haben negative Strompreise, die auch wieder der Steuerzahler bezahlt. Also ihre Energiepolitik macht eben Energie auch immer teurer. Und das ist, weil sie sich nicht um die Netze kümmern, weil der Netzausbau nicht hinterherkommt. Jetzt habe ich aber eine Frage an Herrn Mau. Helfen Sie uns, warum mit Blick auf den Osten sind die Grünen dort erkennbar ziemlich unbeliebt? Und aber die Partei, die gerade sehr frische Partei von Sarah Wagenknecht, das zeigen die Umfragen, sehr beliebt. Ja, in gewisser Weise hat Katrin Göring-Eckardt das ja schon angedeutet. Ne? Also sie werden letzten Endes so als Veränderungspioniere wahrgenommen. Und sie sind natürlich auch eine Projektionsfläche, ne, für viele Unzufriedenheit. Es gibt ja viel Unzufriedenheit im Osten, Sie haben das eingangs gesagt, stimme ich auch überein. Und die bündelt sich dann. Und dann gibt es natürlich eine Form von Feindbildpflege, die Sarah Wagenknecht jetzt hier auch gerade wieder vorführt. Ne, und auch wo auch mit sozusagen mit sehr luftigen und zum Teil auch nur halb konkreten Beispielen gearbeitet. Ich bin ja ganz begeistert, dass sie sagt, dass wir das russische Gas über Umwege beziehen, das ist ja richtig. Und dass die Gaspreise ja enorm explodiert sind und Russland sein Gas jetzt woanders verkauft, das ist ja richtig. Also das ist ja ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie die Grünen gerade unsere Wirtschaft ruinieren und das letztlich nur den Vereinigten Staaten nützt. Sagen, sie sind gegen sozusagen gegen fossile Emissionen und gegen das Fracking-Gas und so weiter, dann müssten sie doch die allererste sein, die sich jetzt für den sozial-ökologischen Umbau und für die Klimatransformation interessiert. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich habe mir auch ihr Wahlprogramm oder ihr Bündnisprogramm angeschaut. Es braucht internationale Absprachen und da muss das BSW vielleicht auch mal was vorlegen. Aber da sollte man am besten auf Leute wie Heiner Flassburg hören, also die sich damit beschäftigt haben und die realistische Vorschläge machen. Dieser Aktionismus hier auf nationaler Ebene, der hilft tatsächlich relativ wenig. Also wenn man will, dass weniger fossile Rohstoffe verbraucht werden, dann muss man dafür sorgen, dass weniger gefördert werden. Und das geht nur über internationale Absprachen mit den Förderländern. Das heißt, man müsste sich mit der OPEC Plus da auch mit Russland an einen Tisch setzen und gemeinsam verhandeln, wie viel Erdöl wird gefördert und zu welchen Preisen beispielsweise. Einfach damit sowohl die Produzenten als auch die Konsumentenländer Planungssicherheit haben. So könnte man den Ausstoß langfristig reduzieren. Aber dieser Aktionismus, wir reduzieren jetzt hier auf nationaler Ebene irgendwie den Konsum, ja, dann werden die fossilen Rohstoffe eben woanders verkauft und woanders verbraucht. Und da gibt es eben schon dieses starke populistische Moment. Ne? Also da wird gesagt, da gibt es irgendwie, der Willen der Mehrheit wird durch die Regierenden nicht berücksichtigt. Es gibt einen autoritären Politikstil, alles wird uns vorgeschrieben. Das Sprechen, das Wohnen, das Mobilsein. Und wir werden von, man darf nicht mehr sagen, was man will. Das ist natürlich eine starke populistische Note. Und sozusagen auch natürlich eine starke... Ja, wenn die Realität ausspricht, dann ist das Populismus. Und da scheint, ja, die da oben, die Regierenden, sind ja eigentlich durch Lobbygruppen und durch die Wirtschaft ja letzten Endes gesteuert, ja, und so weiter. Sie das? Das und, ist stark. Ich bin jetzt immer gespannt, ob er auf die Frage antwortet. Einfluss, nee, die Frage von war jetzt sozusagen, gibt es da eine populistische Note? Und da würde ich schon sagen, die gibt es relativ stark. Und das lebt natürlich auch relativ, sehr von dieser Inszenierung eines Kulturkampfes. Sie haben ja auch den Begriff. Die Aussage, dass es mächtige Lobbygruppen gibt, die mehr zu sagen haben als die normale Bevölkerung. Was hat, also, hat nicht mal was mit dem Wort Kulturkampf zu tun. Also, ihr merkt es, also Mau verliert sich hier in irgendeinem lustigen Sprechen, wo er nicht mal mehr sachliche, konsistente Argumente bringen kann. Also bislang war es ja vor allem Framing, jetzt geht es langsam in Unsinn über, was er hier erzählt. Hallo Crack Egg, Leica und Granny, dass ich euch alle hier mal im Chat sehe.
Also relativ viele bekannte Namen heute. Polarisierungsunternehmer ja. geprägt. Ist Frau Wagenknecht eine Polarisierungsunternehmerin? Natürlich. Wenn man ihre Arbeit, ihre öffentlichen Äußerungen anschaut, dann geht es häufig um die Unterscheidung von Gruppen. Wir sind diejenigen, die noch klar bei Sinnen sind, mit dem gesunden Menschenverstand. Und dann gibt es irgendwie die Regierenden oder die Lifestyle-Linken oder irgendwelche Kosmopoliten. Die sind so verrückt und wollen jetzt hier ganz viele Migrantinnen reinbringen. Natürlich, das ist Teil. Das ist ja so. Also ich verstehe diese Ideologie im Sinne, wir müssen ganz bunt und vielfältig sein. Migration ist etwas Gutes an sich, a priori, ganz egal, was das für Auswirkungen hat. Ich verstehe diese Ideologie nicht. Also das kann man mir rational nicht erklären, warum das etwas Gutes sein soll. Also ich verstehe die Argumente, das Argument, wir brauchen Migration, das nutzt unserem nationalen Kapital, dadurch wird Deutschland wettbewerbsfähiger, wir haben ja Fachkräftemangel, kann man im Einzelnen diskutieren, würde ich auch nicht sagen, dass wir so pauschal, also einen Arbeitskräftemangel haben wir gar nicht, einen Fachkräftemangel kann man diskutieren und da würde ich auch sagen, wir sollten ihn eher aus der autochthonen Bevölkerung beheben und nicht durch Migration, aber diese Annahme, ja, wir sind bunt und vielfältig und das ist an sich etwas Gutes. Also diese Ideologie, die verstehe ich nicht. Das ist für mich nicht rational und auch nicht rational erklärbar. Das sind einfach sehr starke ideologische Annahmen, die, ja, die Mao auch zu teilen scheint. Das wird aus seiner Argumentation hier, glaube ich, klar. Teil des politischen Geschäfts, solche Auseinandersetzungen. Aber es ist eben auch ein Kennzeichen von Populismus. Und die Polarisierung wird ja auch dadurch behauptet, ne? Also dass sie auch in vielen Interviews gesagt haben, wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht so gespalten. Wir wissen aus der Forschung, dass überall dort Spaltung entsteht, wo es Polarisierungsunternehmer gibt, die diese Themen bewirtschaften und den Leuten das auch ein Stück weit so verkaufen. Die allermeisten Leute sagen, Klimawandel ist ein Problem. Wir wollen, dass sich da was tut. Sie sind trotzdem skeptisch. Sie sind trotzdem skeptisch gegenüber Maßnahmen. Die allermeisten Leute sagen, wir brauchen auch Migration. Wenn Sie nach Thüringen gucken, dann wissen Sie, dass in den nächsten Jahren 100 Leute aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden und nur 50 neue reinkommen. Das heißt, die Geburtenrate muss steigen. Also wir werden hier, so das ist eine Folge der extrem hohen Abwanderung in den 90ern und 2000er Jahren und extrem niedrigen Geburtenrate in den 90er und 2000er Jahren und bis heute eigentlich der niedrigen Geburtenrate. Also die Geburtenrate muss steigen und es muss wieder, also die Ostländer müssen durch eine attraktive Industriepolitik wieder attraktiver im Vergleich zu den Westländern gemacht werden. Also die Menschen sind ja nicht von Ostdeutschland in alle Welt abgehauen, die sind vor allem nach Westdeutschland abgehauen. Die Rate war so niedrig, dass einfach auch die Wirtschaft sagt das ja selbst. Ne? Wir brauchen Zuwanderung. Und natürlich in der Umwelt, wo sie das Gefühl haben, da gibt es keine Willkommenskultur, dann kommen dort vielleicht keine Geflüchteten, es kommen aber auch keine europäischen Migrantinnen, aber es kommen auch keine Leute aus anderen Bundesländern, aus den großen Städten. Wir haben auch viel Zuwanderung in die Städte in Ostdeutschland, weil die Leute eben sagen, in diesen ländlichen Kontexten hat sich so eine Unmutskultur, so eine Ressentimentkultur. Nein, völliger Bullshit. Es liegt nicht an irgendeiner Kultur, es liegt an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In den Städten gibt es die Arbeitsplätze, deswegen wandern die Menschen dahin. Es ist relativ einfach. Auf dem Land, da wurde die ganze Industrie, die es da mal gab, ich war ja vor kurzem in Sachsen, ist echt krass, also wie dezentralisiert die Industrie in der DDR war. Da gab es in jedem 10.000 Einwohnerdorf, in jedem 10.000 Einwohnerort irgendwie eine große Fabrik, die irgendwas hergestellt hat. Kohlebriketts, Seife oder sonst irgendwas. Also das war schon krass und das ist alles pleite gegangen. Das wurde alles kaputt gemacht durch die Regierung Kohl. Also das ist jetzt kein... Das liegt nicht an irgendeiner Kultur, es liegt an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass die Leute nicht in den ländlichen Raum wollen, sondern nur in die Städte. In den Städten, da sind die öffentlichen Behörden, da sind die Unternehmen, auch die neu gegründeten Unternehmen, da sitzen die großen Konzerne. Also zumindest haben sie da ihre Zweigstellen, zumindest gründen sie da ihre Ausgliederungen. Und da sind die staatlichen Behörden, da sind die Universitäten, deswegen gehen die Leute dahin. Nur verfestigt. Das muss man thematisieren, das werden wir nicht von heute auf... Lexi schreibt es gerade, nee, es liegt alles nur in den Ossis. Ja, die Bevölkerung ist schuld, wenn die Leute aus der Region abwandern. Also wenn die Leute in eine Region wandern, dann wäre ja der logische Umkehrschluss, dann müssen die das ja machen, weil die Bevölkerung da so nett ist. Morgen auflösen, aber ich glaube, es ist Aufgabe der Politik, damit produktiv umzugehen und das nicht nochmal zu vertiefen.
Aber das können Sie doch nicht im Ernst behaupten, dass die Leute in erster Linie deswegen nicht in die ländlichen Regionen gehen, weil da eine Unmutskultur ist. Ich meine, woher kommt der Unmut in den ländlichen Regionen, dass kein Bus mehr fährt, kein Briefkasten mehr da ist, kein Landarzt mehr, dass die ganze Infrastruktur weggebrochen ist und dass eben viele Politiker, und die Grünen sind ein Beispiel dafür, wirklich nur noch in diesem großstädtischen Milieu denken und die ländlichen Regionen auch völlig vernachlässigen. Wo im letzten Jahr wieder mehr Abwanderung aus dem Osten war. Und wer ist abgewandert? Frauen, Hochqualifizierte und Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, warum gehen die Leute weg? Ich meine, Thüringen ist tatsächlich eine Gesellschaft. Müssen Sie mal die Migrationsforschung konsultieren. Dazu gibt es Studien. Da muss ich nicht die Migrationsforschung, da muss ich mir die Löhne und die Lohnhöhe vergleichen. Also in Thüringen gibt es einen riesigen Niedriglohnsektor. Für die gleiche Arbeit in Thüringen verdienen. Ja, aber daran kannst du so kurzfristig leider nichts ändern. Also das ist ja das Problem. Man hat nach der Wiedervereinigung durch die Währungsreform die Löhne in Ostdeutschland tatsächlich relativ stark angehoben bei gleichzeitiger Deindustrialisierung, also die Produktivität ist kollabiert und die Löhne wurden erhöht durch die Währungsreform. Das war einfach ein monetärer Effekt. Die Bevölkerung hat da in ihrem realen Leben im Alltag gar nicht so viel mitbekommen von diesen Lohnerhöhungen, da viele dann auch arbeitslos geworden sind und an wesentlich schlechter bezahlte Stellen gewechselt sind, aber Produktivität kollabiert, Löhne wurden erhöht, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ist im Eimer. Also die ganzen DDR-Unternehmen, die vorher nach Osteuropa exportiert hatten, die waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Die ganzen Westunternehmen, die im Westen schon ihre Märkte hatten, haben denen sofort alle Marktanteile geklaut und haben die vom Markt gefegt. Also und dann wurden die Unternehmen natürlich privatisiert, was auch nochmal enorme Unruhe reingebracht hat. Wenn man die als Staatsunternehmen erstmal ein paar Jahre gelassen hätte, dann hätte sich das wahrscheinlich auch sehr viel sinnvoller konsolidieren können. Ich meine, hätte es ja Lösungen gegeben. Man hätte die Unternehmen ja entweder Bundesbesitz lassen können oder an die Landesregierung übertragen können oder. Aber man wollte das alles schnellstmöglich privatisieren. Das hat dann dieses Desaster noch weiter verschärft. Und deswegen wurde der gesamte Osten von Westkonzernen übernommen. Von westdeutschen Konzernen, muss man wirklich sagen. Also internationale Investoren haben da tatsächlich auch noch eine Rolle gespielt, aber eine eher zu vernachlässigen. Ich glaube, von den Ostunternehmen 85% sind an Westdeutsche gegangen. 10% an ausländische Investoren, also hauptsächlich aus anderen westlichen Ländern, und 5% an Ostdeutsche. Ich sehr viel weniger und muss sogar länger arbeiten, als wenn ich nach Bayern gehe. Bayern aber ist aber nicht weit weg. Natürlich gehen viele junge Leute, weil sie einfach bessere Bedingungen haben, dann eben in die alten Bundesländer oder sie gehen in andere Regionen, wo sie einfach bessere Jobs bekommen. Das ist doch der Grund. Also nicht hier. Und daher kommt der Unmut, weil sie natürlich auch viele Menschen, ich meine, Thüringen ist ihre Heimat. Wenn sie sehen, dass die jungen Leute weggehen aus sozialen Gründen, dann empört sie das zu Recht und dann erwarten sie, dass die Politik was macht. Frau Göring-Eckardt, warum haben Sie jetzt so aber auf den Kopf? Wie kann man für höhere Löhne sorgen? Jetzt auf großen Skalen. Man kann nicht höhere Löhne im Osten einfach anordnen. Das würde, wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit unterminieren und eher Ostdeutschland langfristig noch weiter absteigen lassen durch aktive Industriepolitik. Man muss große Unternehmen im Osten ansiedeln und das Geld dafür bereitstellen kann eigentlich nur der Bund. Also die Bundesländer, die haben relativ harte Schuldenbremsen und Bundesländer sind eben auch nur auf Ebene der Währungsnutzer. Die können nicht, also die können da in einem gewissen Rahmen sicherlich was machen, also wesentlich mehr als gerade gemacht wird. Aber wenn es wirklich um große neue Unternehmensgründungen geht, also sowas von der Marke Airbus, also wo wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um eine europäische Flugzeugindustrie aufzubauen. Wenn man sowas in Ostdeutschland, in anderen Branchen machen will, dann braucht man wirklich jede Menge Geld. Also wenn wirklich signifikante Effekte erzielen will, dann muss man über ein Jahrzehnt oder so wahrscheinlich ein paar hundert Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das Geld würde über lange Zeiträume auch wieder reinkommen. Ich meine, staatliche Industriepolitik, die lohnt sich vielfach auf lange Skalen gesehen. Also sieht man ja bei Airbus, also ohne die staatliche Industriepolitik, damals hätten wir jetzt keine europäische Automobilindustrie. Auch VW war ja eine Staatsgründung. Also ohne die VW-Gründung 1938 hätten wir vielleicht auch keine so starke deutsche Automobilindustrie. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Also es gibt viele Unternehmen, wo der Staat am Anfang massiv investiert hat, wo der Staat dafür gesorgt hat, dass es diese Industrien überhaupt gibt. Und das könnte man in Ostdeutschland jetzt mit diesen in der Digitalindustrie, da könnte man das neu auflegen. Also ich meine, wir haben keine europäische Digitalindustrie. Da kann man jetzt in Ostdeutschland neue Unternehmen ansiedeln. Beispielsweise, es ist jetzt nur eine Idee. Was man dann konkret macht, muss man sehen. Aber man müsste erstmal Geld in die Hand nehmen, man müsste erstmal irgendwas machen. Aktuell ist ja gar nichts im Plan. Man subventioniert da mal ein Intel-Werk für 10 Milliarden, was Intel auch wieder abzieht, wenn Deutschland nicht mehr genug nach der Pfeife der Amerikaner tanzt. Also ich meine, es ist ja bei allen amerikanischen Großunternehmen so, dass die indirekt auch geopolitische Werkzeuge der USA sind. Also das
ja, ist dann vielleicht nicht so schlau, da bräuchte man eigene Unternehmen. Da sollte man nicht irgendwelche anderen Konzerne subventionieren, dass sie da hinkommen und wo sehr ungewiss ist, ob sie dann da bleiben im Zweifelsfall. Schildert. Also, warum gehen Leute weg aus Thüringen? Natürlich, das kennen wir seit den 90er Jahren, dass Menschen woanders ihr Glück suchen, weil sie mehr Geld verdienen, weil sie da Karriere machen. Warum kommen so wenige zurück? Warum gehen auch Leute weg, die ganz sicher als Arbeitskraft in Thüringen gut verdienen würden? Es gibt viele Unternehmen, die Familienunternehmerinnen sind jetzt wirklich nicht unsere Freunde, ja, haben sich gerade geäußert und haben gesagt, sie machen sich große Sorgen vor populistischen Parteien, weil sie Sorge haben, dass der wirtschaftliche Erfolg ein riesen Also ich habe tatsächlich relativ viele Leute in meinem Umfeld, die sich Sorgen machen, dass die Grünen unser Land noch länger gegen die Wirt fahren. So, das Argument kannst du auch in die andere Richtung verwenden. Und ich glaube, Letzteres ist sehr viel häufiger der Fall als Ersteres. Problem ist und angegriffen wird genau davon, dass Leute nicht mehr kommen oder weggehen. Und da haben Populisten eine Verantwortung dafür. Und das Zweite, was mir wirklich wichtig ist, die Frage ist doch, können wir in unserem Land eigentlich zusammenarbeiten oder versuchen wir nur mit immer mehr Polarisierung Leute wirklich auseinander zu treiben? Also Sie haben gerade gesagt, wir würden uns nicht um den ländlichen Raum kümmern. Wer ist eigentlich die Partei, die am meisten sagt, wir müssen dafür sorgen, dass von morgens bis abends ein Bus fährt, damit auch Leute, die kein Auto haben, die Chance haben einzusteigen? Also zum Beispiel ganz Junge oder ganz Alte. Okay, Sie sagen, das sei die Grünen. Ja, ja. Also wir sind auch die Einzigen, die das auch ausgerechnet haben, wie das gehen kann. Ich wäre schon froh, wenn der Bus jede Stunde einmal fahren würde. Eben, jede Stunde einmal von morgens bis abends. Das ist das Angebot und das ist auch das, was wir wollen. Aber vielleicht noch ein Punkt, der mir wirklich sehr auf der Seele liegt. Das ist die Frage, wie gehen wir eigentlich gesellschaftlich damit um, wie wir in der Diktatur gelebt haben und wie wir heute... Das scheitert am Geld. Also es ist ja relativ einfach, auch bei... Wie häufig fährt der Bus? Das muss der Bund subventionieren. Also die Kommunen haben das Geld nicht, die Bundesländer haben es auch nicht. Also letztlich kann das Geld für solche Sachen nur der Bund bereitstellen. Also man müsste langfristig natürlich die Kommunalfinanzen nochmal auf komplett andere Beine stellen. Aber zum Beispiel, wenn man Pflichtaufgaben der Kommunen an den Bund überträgt oder also auf jeden Fall die Ausgaben der Kommunen irgendwie reduziert, denn so wie das aktuell geregelt wird, geht das einfach nicht mehr weiter. Also die Kommunen, die bekommen ja jetzt schon, also die sind ja jetzt schon auf Fördermittel aus dem Landeshaushalt, aus dem Bundeshaushalt, sogar von EU-Ebene angewiesen, damit sie überhaupt weiter wirtschaften können. Also aber das, was Göring-Eckardt hier vorschlägt, klingt zwar toll, aber solange die Grünen an der Schuldenbremse festhalten, was sie in allen Landesregierungen, an denen sie beteiligt sind, machen, ist das hier Wahlkampfgeplänkel. Also kann man, ist genauso, wie wenn sie es nicht gesagt hätte. Das ist völlig egal, was sie hier fordert, solange sie das Geld nicht bereitstellen will. Und unter der Bedingung der Schuldenbremse wird das nicht bereitgestellt werden. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene nicht. Sie haben gerade gesagt in einem Interview, es sei ja wohl so, dass das Ende dieser Regierung jetzt, der Ampelregierung, so ähnlich sei oder sich so anfühlte wie das Ende der DDR. Und das finde ich wirklich eine Verhöhnung all derjenigen, die in der Diktatur gelebt haben, die als Bürgerrechtler im Gefängnis gesessen. Könnte jetzt auch sagen, also jetzt kommt sie hier mit diesem moralischen Sermon, ich glaube, den überspringen wir auch. Brauchen wir uns jetzt gar nicht anhören, vollkommen egal, was ihr sagt. Also man könnte jetzt auch zynisch sagen, in der DDR sind aber nie, zumindest nie nach Staatsgründung, 15% der energieintensiven Industrie einfach so abgehauen. Also, wenn das in der DDR auf einmal passiert wurde, dann hätte es da vielleicht Massenproteste gegeben. Also wenn man jetzt zynisch wäre, was ich natürlich nicht bin, da könnte man jetzt darauf so antworten. Ja, also die DDR hat sich nie so aggressiv deindustrialisiert, wie die Ampel es gerade mit Deutschland macht. Unsere Gesellschaft. Also ich habe nie behauptet, dass wir wieder in der DDR leben. Und ich habe auch immer darauf hingewiesen, dass es natürlich gravierende Unterschiede gibt. Also wer heute eine Partei gründet, was wir gerade getan haben, die sich auch gegen die Regierung richtet, der kann das mit vollem... Die Begrifflichkeit kam ja von Ihnen. Nein, was ich gesagt habe, ist etwas anderes. Ich habe gesagt, dass diejenigen, die die Endzeit der DDR erlebt haben, schon ein gewisses Déjà-vu haben in dem Sinne, dass diejenigen, die heute regieren, die Probleme sowas von ignorieren, keine Lösungen haben und dass man von denen auch nicht mehr erwartet. Sie sehen also gewisse Parallelen zwischen Erich Honecker und Olaf Scholz? Ich sehe Parallelen darin, dass wir einfach in einer sehr, sehr schwierigen, auch wirtschaftlichen Situation sind und eine Regierung
das sich völlig von dem Leben der Menschen entfernt hat. Ich nehme Sie nur ernst. Ernsthaft. Hat Olaf Scholz etwas von Erich Honecker? Na, wissen Sie, wenn Sie das so personalisieren, es ist ein Problem, wenn Politiker nicht mehr geerdet sind, wenn sie die Probleme der Menschen nicht mehr wahrnehmen. Und wenn ich Äußerungen höre aus der... War Honecker in einem der größten Finanz... Also ich bin jetzt nicht so firm, was DDR-Innenpolitik angeht, aber gab es da so einen Finanzskandal, wo Dutzende Milliarden Euro aus der DDR-Staatskasse entwendet wurden und war Erich Honecker daran beteiligt? Würde mich jetzt tatsächlich interessieren. So, das ist ja das, was bei Scholz im Raum steht. Neben den ganzen anderen Sachen, die ihm vorgeworfen werden. Ampel, dann habe ich den Eindruck, dass sie die Probleme der oder Menschen... Oder hat sich Mikhail Gorbatschow mal, oder Brezhnev oder wer auch immer, mal neben Honecker gestellt und gesagt, so, die DDR, die hat da so eine tolle Energiepipeline, geht Westen oder irgendein wichtiges Projekt mit dem Westen. Ich bin mir sicher, dass wir das beenden werden. Vertrauen Sie uns, wir werden da eine Lösung finden. Also das hat Biden ja in Bezug auf Nord Stream gesagt. Also wir wollen Nord Stream beenden. Und diese Reporterin hat gesagt, dass Moment mal, Deutschland, das ist doch ein souveräner Staat. Und Biden so, vertrauen Sie mir, wir werden eine Lösung finden. Und zufällig ist Nord Stream dann ein halbes Jahr später in die Luft geflogen. Also gab es einen vergleichbaren Fall in der DDR? Würde mich tatsächlich interessieren. Aber also unter Honecker jetzt konkret. Noch nicht mal kennen. Also, Sie reden also ich meine, Ihre Parteichefin Ricarda Lang war der Meinung, die Durchschnittsrente in Deutschland liegt bei 2000 Euro. Herr Habeck hat immer wieder davon halluziniert, was wir also für tolle Wirtschaftszahlen haben, bis es sich nicht mehr leugnen ließ, dass sie eine Katastrophe sind. Auch Herr Scholz zum Beispiel hat vor einem Jahr noch ein Wirtschaftswunder angekündigt. Also das ist so weit weg von der Realität, das hat schon wirklich Ausmaße. Sie reden sich gerade raus. Das können Sie. Es geht gerade, also ja, das heißt, Sie reden sich raus. Dieser moralische Schwachsinn, den sie hier vorgetragen hat, oh, DDR, die war so schlimm. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, was für einen Schaden richtet die Regierung an, wie beliebt ist sie in der Bevölkerung und was für ein Gefühl herrscht in der Bevölkerung. Darum geht's. Nicht, die DDR, die war moralisch irgendwie auf einem niedrigeren Niveau als die Bundesrepublik. Das war nämlich keine so tolle Demokratie, wo seit 40 Jahren Politik gegen die Interessen der Menschen gemacht wird. Also. Auch eine tolle Demokratie, wo immer exakt das Gegenteil dessen gemacht wird, was die Mehrheit will. Aber auch egal. Alles thematisieren, das ist auch Ihr gutes Recht. Sie können sich darüber aufregen. Aber zu sagen, das ist so wie das Ende der DDR, das ist so, für mich als Demokratin und als Bürgerrechtlerin eine Katastrophe. Und deswegen bitte ich Sie, diesen Vergleich zurückzunehmen. Also was hat unsere tolle Bürgerrechtlerin eigentlich gesagt, als bei Kompakt die Verlagsstube gestürmt wurde? Würde mich jetzt mal interessieren. Oder was hat unsere tolle Bürgerrechtlerin gesagt, als sich das von der Regierung unter anderem finanzierte Propagandaportal Korrektiv illegal Datensätzen bemächtigt hat, die Daten von sehr vielen BSW-Mitgliedern erhielten und diese deine Kampagne auf Basis dessen gegen das BSW losgetreten hat? Was hat unsere tolle Bürgerrechtlerin dazu gesagt? Ganz einfach, ganz schlicht. Es empfinden die Menschen aber so, dass einfach wir in einer Situation sind, wo es einen neuen Aufbruch braucht, wo es einen Neuanfang braucht. Also unterstellen, dass ich den Unterschied von DDR und heute nicht weiß. Also sorry, ich durfte damals nicht studieren. Es war nun wahrlich nicht so, dass ich in der DDR jetzt irgendwie ein besonders gutes Leben hatte. Umso mehr. Das stimmt alles, aber die Analogie haben Sie ja gezogen. Ja, die Analogie dazu. Es geht nicht um moralische Höherwertigkeit von DDR oder Bundesrepublik. Es geht darum, was für ein Gefühl in der Bevölkerung herrscht. Meine Güte. Also dass die Menschen sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlen. Ich meine, Demokratie heißt doch, dass sich die Wünsche und das, was die Menschen wollen, in der Politik durchsetzt. Und stattdessen erleben sie Politiker, die ihnen natürlich schon auch zunehmend wieder vorschreiben wollen, wie sie zu denken haben, ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu reden haben, welches Auto sie zu fahren haben. Das erleben die Menschen als Gängelung. Und Sie haben ja vorhin das angesprochen, es sei gar nicht so, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Ja, eine Mehrheit hat aber das Gefühl, sie kann sie nicht mehr sagen. Und es gibt sie tatsächlich ja auch immer wieder Repression. Man kriegt Widerspruch. Es gibt das ist immer, der Unterschied. Das ist Demokratie und Freiheit. Man kann die Meinung alles sagen, weil sie, ich bin Politikerin. Alle anderen können alles sagen, aber sie kriegen im Zweifelsfall Widerspruch. Menschen, das ist Demokratie und Freiheit. Dafür bin Job ich auf die Straße. Haben inzwischen Sorge, zum Beispiel, wenn man an einer Universität arbeitet, einen befristeten Vertrag hat, überlegt man sich sehr genau, was unterschreibe ich, wo kann ich mich politisch positionieren. Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen. Ich weiß, seit wir damals zum Beispiel für das Manifest für Frieden Unterschriften gesammelt haben, haben Leute gesagt, ich traue mich nicht. Ich will das. Ich habe Angst, das zu
unterschreiben, weil dann bin ich sozusagen gelistet mit einer bestimmten Position. Ja, und da gibt es ja auch immer mehr Druck. Einem weiteren Gast die Gelegenheit geben zu sagen, inwieweit erinnert Sie die Spätphase der Ampelregierung an die Spätphase der DDR? Dieser Vergleich ist absurd. Ich finde ihn auch verantwortlich. Es interessiert mich jetzt auch nicht, was Mao dazu zu sagen hat. Also der wird jetzt auch einen moralischen Vortrag halten, warum das von Wagenknecht hier total schlimm ist. Und interessiert mich einfach nicht. Oder innere Überzeugung. Mich interessiert es wirklich. Was soll ich zurücknehmen? Man hat das Gefühl, dass... Die erste Hälfte der Diskussion war so leicht parteiisch, aber nicht so schlimm wie bei Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt wird es genauso ein moralisches Standgericht wie in jeder ÖRR-Talkshow. Also ich war kurz davor, den Spiegel zu loben, dass das hier nicht ganz so einseitig ist wie beim Öffentlich-Rechtlichen. Aber Pustekuchen. Also, das moralische Standgericht kam doch noch. Also Sarah Wagenknecht hat die DDR nicht genug verurteilt, als sie mal einen historischen Vergleich gezogen hat, der nun echt nicht abwegig ist. Also die Beliebtheitswerte der Ampel, die sind im Osten wahrscheinlich eher noch schlechter als die Beliebtheitswerte der SED 1989. Dass die Regierung sich völlig von dem entfernt. Schaut euch mal die Wahlergebnisse der Ampel heute an und schaut euch die Wahlergebnisse der PDS plus der Blockparteien bei den ersten freien Wahlen 1989 an. Also beziehungsweise oder nur der PDS von mir aus damals. Also die hat ja, Gott, knapp 20%, glaube ich, bekommen. Also ungefähr so viel, wie die Ampelparteien gerade im Osten erhalten. Hat, was die große Mehrheit der Menschen im Land möchte. Übrigens auch bei der Außenpolitik. Wir haben jetzt Alice Schwarzer und ich nochmal eine Umfrage gemacht. Es gibt auch viele andere, die ganz klar sagt, auch bundesweit, eine Mehrheit wünscht sich mehr diplomatische Initiativen der Regierung. Sie wünscht sich, dass die Leute nicht nur auf Waffen setzen. Alles das wird nicht umgesetzt. Im Osten ist es noch krasser. Zwei Drittel lehnen zum Beispiel die geplanten Raketenpläne ab. So, Scholz stellt sich hin und eine so fundamentale Entscheidung, Mittelstreckenraketen wieder in Deutschland zu stationieren. Da gibt es noch nicht mal im Bundestag eine Debatte. Das ist doch eine Arroganz der Macht. Man versucht immer mehr über die Leute hinweg zu regieren. Damit sind wir aber bei einem wichtigen Punkt, Frau Wagenknecht, auch mit Blick auf den Tag nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Und Sie haben eigentlich ziemlich klar gemacht, dass sollte das BSW sich an Koalitionen mit der CDU oder mit welcher Partei auch immer beteiligen, dass für Sie schon klar ist, dass dann so etwas die weitere Unterstützung im Bund für die Ukraine nicht geben darf. Bleiben Sie dabei? Nein, ich habe gesagt, dass die Landesregierung hier die Position der übergroßen Mehrheit der Menschen in den Ländern vertreten muss. Also die Landesregierung muss hier Position beziehen gegen die Raketenpläne. Aus Thüringen werden ja keine Waffen geliefert. Ja, aber es ist doch ein wichtiger Punkt, ob ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin, Thüringen könnte ja auch eine Ministerpräsidentin bekommen, ob die bundesweit sich positioniert, ob die ganze Landesregierung, wenn man das in den Koalitionsvertrag schreibt, sagt, wir wollen hier Position beziehen. Und wenn immer so gesagt wird, das sei verfassungsrechtlich nicht vorgesehen. Also der Bundesrat hat einen auswärtigen Ausschuss. Der findet nur nicht statt, aber der ist in der Verfassung vorgesehen. Herr Kretschmer ist sogar der Vorsitzende. Also es ist sogar erwünscht, dass Bundesländer sich in die Debatte einmischen. Natürlich kann die Thüringer Regierung nicht darüber entscheiden, was die Bundesregierung macht. Aber die Bundesregierung unter Druck setzt. Ja, auswärtiger Ausschuss, das ist aber ein schwaches Instrument. Was könnte die Thüringer Regierung denn machen? Sie könnte, also um jetzt die Debatte in eine Richtung zu verschieben, Staatsbesuche in Russland abhalten. Also ein Ministerpräsident kann doch auch mal nach Russland reisen und mit russischen Unternehmen über Wirtschaftsbeziehungen zwischen Thüringen und Russland reden. Warum nicht? Man könnte an Mechanismen arbeiten, wie man diese russischen Sanktionen umgehen kann und dann die Thüringer also trotzdem den Handel mit Russland aufrechterhalten kann. Man könnte an Möglichkeiten arbeiten, den kulturellen Austausch mit Russland wieder zu beleben. Alles Dinge, wie man machen könnte. Und das Wichtigste, was man auf Landesebene machen kann tatsächlich, ist ein freieres Meinungsklima für die Friedensbewegung zu schaffen. Aktuell wird die Friedensbewegung von den Öffentlich-Rechtlichen diffamiert und vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist die Situation, die wir gerade in Deutschland haben. Also es ist relativ einfach, was geschehen muss. Der Verfassungsschutz muss abgeschafft werden und die Öffentlich-Rechtlichen müssen grundlegend reformiert. Und sollte das nicht möglich sein, dann muss das Bundesland die Rundfunkstaatsverträge aufkündigen. Also tatsächlich versucht, die Öffentlich-Rechtlichen auf Landesebene zu reformieren. Also in Thüringen wäre es dann der MDR. Und sollte das nicht möglich sein, Verträge aufkündigen und den Verfassungsschutz abschaffen oder allermindestens diese Beobachtung der demokratischen Opposition, der Friedensbewegung beenden. Also wenn in einem Bundesland frei Pro-Palästina-Demos, Antikriegsdemos gegen die Ukraine stattfinden dürfen,
wenn die Menschen keine Angst mehr haben müssen, als Delegitimierer des Staates diffamiert zu werden, weil sie Waffenlieferung kritisch sehen. Also wenn ein freies Meinungsklima herrscht, dann kann die Friedensbewegung in diesem Bundesland viel aktiver, viel umtriebiger operieren, als das in anderen Bundesländern der Fall ist. Ihren Kurs zu verändern. Das kann eine Thüringer Regierung und das möchten wir, dass das wäre tatsächlich schon eine Bedingung dafür, wenn wir uns beteiligen, dass hier für eine andere Außenpolitik geworben wird. Das aber ist das, was Sie wir würden erreichen nicht als Voraussetzung nehmen, dass Friedrich Merz quasi seine Position zur Ukraine-Unterstützung zurücknimmt, nur damit Sie mit der CDU in Thüringen oder Sachsen koalieren können. Ja, wir koalieren ja nicht mit Herrn Merz, das dürfte auch schwierig werden, sondern wir werden ja, wenn wir koalieren, entweder mit Herrn Kretschmer in Sachsen oder eben mit Herrn Vogt in Thüringen koalieren. Und es geht um die Position der Landesregierung. Mhm. Es geht ja nicht um die Position der Bundesregierung. Also die wollen wir verändern, die Position der Bundesregierung, in der Herr Merz zum Glück ja auch nicht drin ist. Aber die Ampel ist ja genauso schlimm. Und wir wollen, dass es hier einen Druck gibt, um diese Positionen zu verändern. Besagter Herr Kretschmer, mit dem Sie tatsächlich inhaltlich Überschneidungen haben, auch bei der Ukraine-Hilfe, der sagte aber über Sie dieser Tage, ich zitiere, Frau Wagenknecht habe ein seltenes Talent, Dinge zu zerstören, richtig etwas aufzubauen, ist ihr noch nie gelungen. Und so ist es diesmal auch. Was sagen Sie, klingt das nach einem vertrauenswürdigen Koalitionspartner in Spee? Naja, ich meine, ich verstehe, dass Herr Kretschmer nervös ist. Die Wahl steht kurz zuvor. Ansonsten finde ich es natürlich schon eine ziemliche Unverschämtheit. Ich meine, wir haben gerade eine Partei aufgebaut. Natürlich nicht ich alleine. Also da haben sehr, sehr viele sich beteiligt. Und die ist ja auch noch im Aufbau. Aber ehrlich gesagt, was wir da innerhalb alle gemeinsam in wenigen Monaten aufgebaut haben, so sagen wir, zerstören nur. Ja. Und es gibt ja ganz viele Menschen, das erlebe ich ja jetzt im Wahlkampf, die unglaublich froh sind, dass es jetzt das BSW gibt. Dass sie jetzt auch überhaupt wieder wissen, was sie wählen können. Wir sagen ganz viele, jetzt weiß ich wieder, was ich wählen kann. Ich wusste es nicht mehr. Und da, also mit solchen Sprüchen, ich meine, wenn Sie jetzt Populismus negativ finden, ist wirklich eine üble Diffamierung. Ich darf nochmal fortführen. Herr Kretschmer hat eben auch über diese Eingriffe von Ihnen in die Landesverbände gesagt, diese Demütigung der eigenen Mitglieder vor Ort, das ist wirklich furchtbar. Aber es ist eben das, was wir über viele Jahre auch von ihr kannten. Nochmal, klingt das nach einem guten Koalitionspartner? Na, Herr Kretschmer muss sich überlegen, ob er mit uns zusammengehen will. Das verlangt schon ein... Ja, das ist Feindrhetorik. Also Kretschmer hat offensichtlich keine Lust auf eine Koalition auf Augenhöhe. Er will das BSW demütigen. Er will, dass das BSW angekrochen kommt und dann genauso sich selbst aufgeben soll wie SPD und Grüne. Also es, die Taktik der CDU war ja immer, ihre Koalitionspartner zu umarmen und sie dabei zu ersticken. Also es war bei der SPD so, es war ja vor allem bei der SPD so, es war bei der FDP so unter Angela Merkel und genau das probiert Kretschmer jetzt auch, wird Kretschmer auch mit dem BSW probieren, nachdem er jetzt SPD und Grüne schon erfolgreich marginalisiert hat. Ich meine, die könnten ja beide aus dem Landtag fliegen nach einer Koalition mit der CDU, da muss das BSW aufpassen. Deswegen sollte es auf keinen Fall zu leichtfertig in eine Koalition gehen. Deswegen sollte es nur in eine Koalition gehen, wenn sich die Dinge grundsätzlich ändern. Das heißt institutionelle Reformen bei Verfassungsschutz und Öffentlich-Rechtlichen, Änderung der Bildungspolitik, Ende der Schuldenbremse, andere Wirtschaftspolitik. Meine Prognose, wie gesagt, ist jetzt meine persönliche Prognose. Es wird mit der CDU nicht möglich sein. Entsprechend wird das BSW nicht in eine Regierung gehen. Es wäre der größte Fehler, wenn eine Regierung ginge und sich die Dinge dann nicht grundsätzlich ändern würden. Also die Wähler haben tatsächlich sehr, sehr hohe Erwartungen ans BSW und wenn man die enttäuscht, dann sind die ganzen Wähler auch schnell wieder weg. Einen gewissen sachlichen Umgang und er sollte aufhören, unsere Spitzenkandidaten auf so eine Art zu beleidigen, weil es gibt keine Differenzen zwischen zum Beispiel Sabine Zimmermann und Jörg Scheibe, die ja in Sachsen die Spitzenkandidaten sind und die da eine tolle Arbeit machen und dem, was wir auf Bundesebene wollen. Und das Gleiche gilt für Thüringen. Also Herr Vogt ist ja auch immer damit unterwegs, unsere Spitzenkandidaten zu beleidigen. Ich finde so, klar, Wahlkampf ist Wahlkampf, okay, kann man auch abhaken, aber es ist nicht seriös und es ist auch irgendwo glaube ich nicht, dass das irgendein Wähler überzeugen wird. Letzte Frage dazu. Werden Sie eigentlich bei möglichen Koalitionsverhandlungen in Thüringen oder in Sachsen persönlich mit am Tisch sitzen? Ich meine, Koalitionsverhandlungen, das ist ja etwas, was sich über Wochen hin... kommen nach den Sondierungsgesprächen. Also zuerst müssen die Sondierungsgespräche erfolgreich verlaufen, wovon ich nicht ausgehe. Wie gesagt, ich nehme mal an, sollte es Sondierungsgespräche geben, was auch offen ist zwischen BSW und CDU, dann werden die wahrscheinlich scheitern. Also einfach, weil die Programme zu weit auseinander sind.
sieht, wo es Arbeitsgruppen gibt, wo ganz viele Leute ständig, ja, da sehr speziell, mit, natürlich sitze ich da nicht am Tisch. Ich habe gesagt, ich bringe mich persönlich ein im Sinne dessen, dass natürlich wir den Wählern das Versprechen gegeben haben und das werden wir auch einlösen, dass sie eine Politik bekommen, die sie nicht zuletzt auch mit meinem Namen verbinden. Und es gibt da gar keine Differenz. Genau das wollen auch und unsere Spitzenkandidaten vor Ort. Auch selber? Ja, natürlich werden die überwiegend die Gespräche alleine führen. Also das ist doch klar, aber trotzdem werden wir uns dabei eng abstimmen. Mhm. Und natürlich würde ich schon darauf bestehen, dass es auch Gespräche oder mindestens ein Gespräch natürlich gibt. Wer mit dem BSW koalieren will, der sollte jetzt auch nicht Angst haben, sich mit mir an einen Tisch zu setzen. Also das ist doch absurd. Wir lassen uns einfach nicht auseinander dividieren und wir machen das nicht mit, wenn Herr Vogt zum Beispiel so tut, ja, das BSW bundesweit, das ist ja was ganz anderes und ganz böse und mit Tür. Das ist ja eine andere. Nein, wir sind eine Partei, wir vertreten die gleichen Inhalte. Und wenn man mit uns koalieren will, was wir hoffen, weil wir wollen ja gute Regierung, muss man sich auf uns zubewegen. Könnten Sie sich? Und das will die CDU nicht. Also das macht Kretschmer schon jetzt mehr als deutlich. Vorstellen, mit dem BSW dort in Verhandlung zu treten, sollte das überhaupt gewünscht sein? Naja, wir sind ja als... Nein, das ist nicht gewünscht. Also, da braucht Göring Eckert gar nicht fragen. Koalitionen mit den Grünen sind ausgeschlossen. Das hat Sarah Wagenknecht schon vor einiger Zeit gesagt. Koalitionen mit der AfD und mit den Grünen sind prinzipiell ausgeschlossen. Also, da wird solche Verhandlungen gar nicht geben. Es ging gerade um die CDU, nicht um die Grünen. Grüne dafür bekannt, dass wir auch in sehr schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen. Und ich werde mir nicht vorstellen können, zu sagen, wir ändern unsere Ukraine-Unterstützung. Weil wenn man das macht, so wie sich das Frau Wagenknecht vorstellt, bedeutet das eine Fortsetzung, eine Verlängerung des Krieges, der Unsicherheit. Das bedeutet, dass die Menschen in der Ukraine länger leiden. Das bedeutet, dass Moldau... Die Menschen leiden, weil es Krieg gibt. Und diesen Krieg könnte man beenden, wenn der Westen dazu bereit wäre. Die baltischen Staaten die nächsten sind. Das bedeutet Unsicherheit für uns. Und ich fühle mich als Bundespolitikerin verantwortlich dafür, dass wir die Sicherheit in Europa und in unserem Land gewährleisten. Und dafür dient es, auf den Frieden hinzuarbeiten, die Ukraine zu unterstützen. Mhm. Die andere Frage, die sich mir aufdrängt, ist ja, das ist schon sehr ambivalent, was die Spitzenkandidatin in Thüringen sagt, was Frau Wagenknecht sagt, wie man eigentlich mit der AfD umgehen will. Also viele der Leute, die jetzt, von denen Sie sagen, die sind froh, jetzt jemanden wählen zu können, haben ja gedacht, dass da ganz klar ist, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Jetzt hat Frau Wolf gesagt, nur das über... Also ich kann die Parteilinie nochmal erklären, also... Ist jetzt eigentlich überflüssig, was Katrin Göring-Eckardt sich da zusammenschwurbelt. Wir haben ihre ganzen Videos gesehen. Also, lass sie trotzdem mal ausreden. Ich kann auch mal die Parteilinie erklären. Koalitionen mit den Grünen und mit der AfD sind ausgeschlossen. Aber wenn die AfD oder die Grünen vernünftige Anträge ins Parlament einbringen, dann stimmt man denen eben zu. Also wenn jetzt Björn Höcke als Minderheitsministerpräsident da versucht, einen Antrag durchs Thüringer Parlament zu bringen, beispielsweise hypothetischerweise, den ich mir ausgedacht habe, wo gesagt wird, ja, wir sollten mehr Geld in die Bildung investieren, dann wird das BSW dem natürlich zustimmen. Wenn die Grünen jetzt einen Antrag ins Parlament einbringen, ich weiß, hypothetischer Fall, wird auch nicht passieren, Abholzung von Wäldern für Windkraftanlagen finden wir gar nicht so gut, sollte man beenden, dann wird das BSW dem natürlich zustimmen. Also wenn die Grünen was Vernünftiges einbringen, dann stimmt man dem zu. Und wenn die AfD was Vernünftiges einbringt, stimmt man dem auch zu, obwohl Koalitionen mit diesen Parteien ausgeschlossen sind. Ist nicht kompliziert zu erklären, diese Parteilinie. Überlegen wir uns dann mal im Einzelfall, schauen wir uns mal an. Frau Wagenknecht hat jetzt gesagt, naja, aber Koalitionen wollen wir jetzt nicht eingehen, aber wenn die was Vernünftiges einbringen. Ich kann nur sagen, es ist eine rechtsradikale Partei. Diese Partei möchte unsere Demokratie aushöhlen. Und zähl nicht mit den Schmuddelkindern. Ich weiß, was für eine moralisch hohen Russi die ganze Zeit hier auspredigt. Also das ist unglaublich. Und zerstören. Wenn die eine gute Idee haben... Also wenn gerade jemand unser Land zerstört, dann die Grünen. Die AfD hat keine institutionelle Macht in diesem Land, die Grünen schon. Und die Grünen, die zerstören gerade unser Land. Also wenn das ein Argument wäre, die zerstören unser Land, dann würde das eher bei den Grünen als bei der AfD gelten. Sollten, das kann ja vorkommen. Dann kann man überlegen, wie man diese gute Idee eigentlich selber umsetzt. Dann muss man nicht einem Antrag der AfD zustimmen. Das muss man an gar keiner Stelle. Ja. Wenn man sich erpressbar macht davon, dass die AfD an irgendeiner Stelle Einfluss hat, wenn man den Machtanspruch der AfD, die auf Zerstörung der Demokratie hinarbeiten, wenn man dem nachgeben will, dann muss man so machen, wie es das BSW macht in Thüringen und insgesamt. Und davor kann und will ich nur warnen. In diesem Kontext sagte auch der Liedermacher Wolf Biermann neulich in einem Zeitinterview, Frau Wagenknecht und Herr Höcke sind das politische Brautpaar der Stunde.
ein bisschen zugespitzt. Was entgegnen Sie? Ja, das ist eine Frechheit. Und ich finde auch gegenüber einer integren Persönlichkeit wie Katja Wolf solche Unterstellungen zu verbreiten, ich finde das dreist. Welche? Also, das hat sie gesagt, dass sie mit der AfD kooperieren will. Wir haben gesagt, und das Nein, hat auch... Nein, es ist einfach, also was heißt dreist? Das ist Framing. Also unsere Gegner framen, also die Gegner des BSWs framen das BSW auf die schlimmstmögliche Art und Weise. Und dann wird der Zustimmung zu bestimmten Anträgen, die inhaltlich sinnvoll sind, als Kooperation und Zusammenarbeit geframed. Es ist nicht mal sachlich falsch. Also das Wort Zusammenarbeit ist ein ungefähres Schlagwort. Das kannst du so oder so auslegen. Also das ist halt Framing. Und diese Mut hat Framing. Können wir gar nicht, also inhaltlich gar nichts groß gegen sagen. Also können wir unsere Linie nochmal erklären und ja, Ende. Und erklären, warum die Linie der Grünen, nämlich diese ideologisch verhärtete Brandenmauer, vollkommener Schwachsinn ist. Frau Wolf gesagt, dass wir selbstverständlich im Parlament Anträge danach beurteilen, ob sie richtig oder falsch sind. Und wenn die AfD beantragt, anzuerkennen, dass der Himmel blau ist und alle stimmen dagegen, dann hilft das der AfD. Das, was Sie hier so heldenhaft vertreten als große Demokratieleistung, damit haben Sie die AfD im Osten auf 30% gebracht. Nein. Und das weiterzumachen, einfach blind zu sagen, ja, wir sind ja die tollen Demokraten. Manchmal geht es einfach um Haltung. Ja, und das Ergebnis... Manchmal geht es einfach um Haltung. Also, ob das sinnvoll ist, ist mir vollkommen egal. Manchmal geht es einfach um. Also, wack nicht, bringt ihr das defensivste Argument, das man irgendwie bringen kann. Also, nicht nur aus strategischer Sicht, ihr wollt doch die AfD streichen. Nicht nur aus nächster Sicht, ergibt das irgendeinen Sinn, was ich hier mache. Und dann Göring Eckardt, ich habe meine Ideologie. Da wird ein Zentimeter von abgewichen. Das wäre eine Gotteslästerung. Also, merkt man auch, was für religiöse Züge dieser immer autoritärer werdende linksliberale Mainstream, den wir hier in diesem Land haben, das religiöse Züge, der langsam annimmt. Also das ist vollkommen absurd, diese Position. Also selbst also wenn man diese ganzen Vorwürfe mit rechtsradikal, selbst wenn das alles glauben würde, selbst wenn die jetzt alle so rechtsradikal wären und sagen würden, der Himmel ist blau, wird es ja dadurch nicht falsch. Also Göring-Eckardt würde sich da trotzdem nicht blöden und hinstellen und schreien, nein, der Himmel ist grün und wer was anderes sagt, ist rechtsradikal. Also das folgt ja aus dieser vollkommen absurden Position. Ihre Haltung ist, dass Höcke immer stärker geworden ist und dass die AfD im Bundesebene immer stärker geworden ist. Das ist das Ergebnis von Leuten wie Ihnen, die sagen, wir gucken uns das mal an und die ignorieren und die dementieren. Also wir sind verantwortlich, dass die AfD jetzt in dieser Größenordnung ist. 30% im Osten rechtsradikal sein Blödsinn. Ich weiß, dass das alles Blödsinn ist, was Katrin Göring-Eckardt hier erzählt. Aber selbst wenn du alle ihre Narrative schluckst, ich habe gerade versucht, im Konjunktiv zu reden. Selbst wenn du alle ihre Narrative schlucken würdest, selbst dann würde das, was sie erzählt, keinen Sinn ergeben. Also selbst dann wäre diese Position, die sie hat, falsch. Das ist einfach das Verhalten von Göring-Eckardt ist eher das Verhalten eines religiösen Fanatikers als das eines irgendwie rationalen Akteurs. Das ist ja wohl lächerlich. Sie haben das gerade gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es geht darum, dass man nicht ignorieren kann und dementieren kann, dass die AfD einen Machtanspruch formuliert mit jedem Antrag, den sie stellt. Es ist nämlich nicht egal, was die beantragen, mit jedem Antrag, den sie stellt, zu versuchen, unser System zu unterhöhlen. Und das ist genau das, wofür... Das gehört. Wenn die AfD sagt, wir wollen keine Waffenlieferung in die Ukraine und einen Antrag stellt, dann will die unser System unterhöhlen. Ich sage ja, wirklich religiöse Fanatiker argumentieren so, wie sie gerade argumentiert. Das ist exakt die gleiche Struktur. Wo ich mal auf die Straße gegangen bin, dass wir in dieser Demokratie und Freiheit leben können. Also wenn deswegen ein Krankenhaus geschlossen werden soll und wir sind dagegen, dann werden wir auch dagegen dann stimmen. Werden Sie einen Antrag, AfD, dann werden Sie doch einen Antrag nicht der stellen AfD können, dass die das Vorlage liefern, dieses, dass sie alle anderen vorführen dieses kann. Dieses Beispiel, was Frau Wagenknecht gerade gebracht hat, Krankenhaus öffnen. Ja genau, wenn die AfD ein Krankenhaus retten will, dann schafft sie damit die Demokratie ab. Das ist ja vollkommen irre, was Göring-Eckardt hier erzählt. Also einfach. Und Wagenknecht hatte die basierte, vernünftige Position. Also ist auch vollkommen richtig, dass das BSW sich diese Position gegeben hat. Also das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum das BSW im Osten so stark ist, dass es diese ideologisch verhärtete Brandmauer, wo man pauschal alles ablehnt, dass es die nicht mitmacht. Oder schließen. Wäre da eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD wirklich gefährlich oder aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Naja, man muss sich überlegen, ob man als neue Partei sich am Nasenring durch die Manege ziehen lassen möchte. Und das wird die AfD machen. Die wird natürlich bewusst auch Anträge stellen, wo sie irgendwie mit ins Boot holen. Und wenn sie jetzt schon die... Ja, das stimmt mal zu.
Partei Linie ist doch klar. Also vernünftigen Anträgen wird zugestimmt. Ist ja auch richtig. Scheunentore so weit offen machen, dann wird das auch passieren. Und dann wird es natürlich auch informelle Formen der Kooperation geben, zusammenarbeiten. Das heißt, in der Kantine im Landtag, wenn man dann Kaffee trinkt, dann redet man mit AfDlern. Oh. Informelle Formen der Kooperation. Also so, ihr merkt ja, alles, was Steffen Mau macht, ist Framing. Also alles, was er macht, ist wirklich maximales Framing. In den Ausschüssen, dann wird die AfD immer mal wieder so einen Köder auslegen und der Effekt also, kann... Also die Tatsache ist informelle Kooperation, also einfach, dass man mit den anderen Parteien spricht, das wird es in Sachsen, Thüringen, allen Parteien und der AfD geben. Also auch von der CDU her, weil da, wenn die AfD mehr als ein Drittel der Landtagsabgeordneten stellt, sie beispielsweise die Besetzung von Richterposten blockieren kann. Das heißt, wenn man diese Posten besetzen will, muss man mit der AfD irgendwie reden und dann auch zusammenstimmen. Also das ist nichts BSW-Exklusives, das wird auf alle Parteien zutreffen, weil es gar nicht anders geht. Weil es unmöglich ist, nicht mit der AfD zu reden, wenn sie mehr als ein Drittel der Landtagsabgeordneten stellt. Wenn sie weniger stellt, kann man versuchen, sie zu ignorieren, aber gab es auch schon bereits, natürlich gab es das schon. Also CDU und FDP haben ja auch zusammen mit der AfD eine Senkung der Grunderwerbssteuer durchgebracht. Also all das, was jetzt gegen das BSW angeführt wird, haben die anderen Parteien auch schon gemacht. Und in Kommunen gibt es das sowieso andauernd. Also völlig absurd, was hier für ein Theater aufgeführt wird. Natürlich. Also es geht nur darum, das BSW zu diskreditieren und zu zeigen, hey, guck mal, wenn ihr BSW wählt, dann ist das quasi so schlimm wie die AfD. Also völliger Unsinn. Gibt sich zu keiner Stelle aus den Positionen des BSWs, aber Propaganda funktioniert halt nicht durch sachliche Argumente, sondern durch andauernde Wiederholung. Wenn der Moderator, wenn Mau, wenn Göring Eckert das immer wieder wiederholen, okay, dann haben sie jetzt Wagenknecht, die da widersprechen kann, aber dann gibt es andere Sendungen, wo es keinen gibt, der widerspricht und dann bleiben, ja, diese Halbwahrheiten, dieses Geraune bleibt dann einfach so stehen. Also passiert ja andauernd, gerade in Öffentlich-Rechtlichen, gerade im Spiegel. Langfristig sein, dass man solche Kooperationen informeller oder auch formeller Art durchaus normalisiert. Und ich halte das auch für gefährlich, wenn die Partei, Sie schätzen die ja auch selber als rechtsextrem und hochproblematisch ein, dann muss man sagen, wir möchten den maximalen Abstand haben. Wir möchten irgendwie auch sozusagen auch eine politische... Ja, auch diese Pauschaleinschätzung. Es geht um einzelne Akteure in der AfD. Es geht nicht um die gesamte Partei. Also Sarah Wagenknecht hat ja auch explizit gesagt, beispielsweise Alice Weidel, das ist kein Rechtsextrem. Das ist eine Neoliberale. Die vorher bei Goldman Sachs war, die also komplett andere Position hat als das BSW, aber eben keine Rechtsextreme. Also Sarah Wagenknecht differenzierter tatsächlich. Schutzzonen darum machen und wir wären nicht beim allernächsten Antrag. Aber schön, wie Mau immer so eine möglichst sanfte Sprache, wirklich starkes Framing immer auf Regierungslinie gewählt hat. Und also bei allen Sachen, die über die Regierung schlecht aussah, da hat er alles versucht so umzuframen, dass es gar nicht mehr so schlimm klingt. Und bei der AfD, da nimmt er gleich den schärfstmöglichen Pauschalangriff. Also jetzt brauchen wir plötzlich, also wenn es um den Feind geht, brauchen wir plötzlich keine Differenzierung mehr. Da kann man dann mit solchen Pauschalangriffen kommen, aller Rechtsextremen zu. Und der wird natürlich nicht heißen, der Himmel ist blau, beim allernächsten Antrag sozusagen über diese Stöckchen springen. Und die AfD wird diese Köder ganz bewusst auslegen. Und wenn sie darüber gehen, dann sind sie darüber gegangen mit allen auch Konsequenzen und auch mit allen Formen der politischen Auseinandersetzung, die man da führen kann. Und ich glaube, wenn man sich jetzt völlig naiv hinstellt und sagt, meine Güte, es gibt nur um Inhalte. Das ist die Vorderbühne, aber auf der Hinterbühne passiert sehr, sehr viel mehr. Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass der bisherige Umgang mit der AfD gescheitert ist. Weil es ist ja nicht so, dass, weil wir mal irgendwann einem Antrag, haben wir noch nicht mal bis jetzt der AfD zugestimmt haben, wir sind ja noch gar nicht in den Landtagen, dass sie deswegen jetzt bei 30% steht. Und wenn man verhindern will, das, was Sie beschreiben, dann muss man eine gute und stabile Regierung mit Mehrheit bilden. Dafür brauchen wir allerdings dann natürlich auch die Bereitschaft, zum Beispiel der CDU, tatsächlich auch einen vernünftigen Neuanfang zu gestalten. Ja, und diese Bereitschaft, habe ich schon gesagt, ist bei der CDU nicht vorhanden. Also das demonstriert sie jetzt schon bei jeder möglichen Gelegenheit, bezeichnet das BSW wahlweise als linksextrem oder rechtsextrem oder kommunistisch, stalinistisch, was alles für schwachsinnige Angriffe gekommen sind, als von Russland gesteuert. Also diese ganze Hetzkampagne gegen das BSW, da sind ja CDU-Politiker wie Merz oder Kretschmer vorne mit dabei. Also diese Bereitschaft ist seitens der CDU nicht vorhanden. Danke an Ken the Brain für das Abonnement. Das wäre ja der Weg. Ich meine, warum gehen die Leute zur AfD? Weil sie unzufrieden sind. Wenn sie eine gute Regierung zum Beispiel in Thüringen bekommen, mit einer, die tatsächlich relevant spürbar den Unterrichtsausfall reduziert, die Bürokratie reduziert, wo die Verwaltungen effizienter laufen, wo eine Corona-Aufarbeitung in Gang gesetzt wird. Wenn man so eine Regierung in
Corona-Aufarbeitung. CDU-Ministerpräsident ein rotes Tuch. Also da müsste man die Hälfte der Entscheidungsträger in der CDU da dran kriegen. Das wird es mit der CDU nicht geben. Noch ein gutes Beispiel, was ich noch gar nicht gebracht hatte. Ein weiteres Beispiel, warum es mit der CDU auf jeden Fall nicht gehen wird. Thüringen schaffen würde. Mit einer Mehrheit, so wie die Umfragen jetzt sind, gäbe es die ja wahrscheinlich, wenn die CDU mit uns zusammengeht. Die Grünen werden ja sehr wahrscheinlich nicht im Landtag sein. Eventuell braucht man noch die SPD. Wenn man so eine Regierung bildet und bereit ist dazu, das ist der sicherste und beste Weg, tatsächlich hier den Menschen auch wieder das Gefühl zu geben, es bewegt sich was. Aber dann wollen sie trotzdem AfD-Anträge zustimmen. Das würde genau die AfD schwächen. Ansonsten diese ganze hysterische Debatte, die hilft nur der AfD. Und wenn sie dagegen stimmen, gegen vernünftige Anträge, dann haben sie natürlich der AfD eine Vorlage geliefert. Das haben alle Parteien immer gemacht. Noch einmal, Frau Wagenknecht, damit wir was Konkretes festhalten können. Was ist Ihr absolutes Tabu im Umgang mit der AfD? Ja, selbstverständlich werden wir keine Koalition mit der AfD oder mit Herrn Höcke eingehen. Also das Gleiche gilt übrigens für die Grünen. Also das hatte Sarah Wagenknecht ja auch schon gesagt, dass mit denen keine Koalition geben wird. Also das ist das absolute Tabu. Also absolutes Tabu finde ich auch sehr pauschal. Also wer weiß, wie sich die Grünen und die AfD in 10 Jahren entwickeln. Also absolutes Tabu klingt schon sehr pauschal, aber das ist zumindest für die jetzige politische Situation die Grundrichtung. Koalition mit den Grünen und mit der AfD sind ausgeschlossen. Also das haben wir ja immer erzählt. Und ich finde übrigens, was die CDU jetzt macht, auch ziemlich dreist. Die CDU nährt ja diese Gerüchte, die erzählt, Herr Vogt läuft überall rum und sagt, ah, das BSW, da gibt's Leute. Die Wahrheit ist, diese Leute gibt's in der CDU. Ich meine, die CDU hat das gemacht, hat die Gewerbesteuer, also Grunderwerbssteuer. Eine wesentliche Steuer mit der AfD zusammen abgesenkt. Und sie hat immer wieder jetzt auch Dinge gemacht mit der AfD. Also absolut. Ich meine, die CDU macht das. Ja. Und jetzt verbreitet Herr Vogt die Stimmung, also angeblich das AfD, das BSW würde hier düstere Pläne schmieden. Ja, es geht um Diffamierung. Und die gleiche Diffamierung gibt es ja an die andere Seite. Die ganzen Kanäle der AfD, die schreien, das BSW plant eine Koalition mit den Grünen, obwohl man das Gleiche auch ausgeschlossen hat. Also die Diffamierung gibt es dann in beide Richtungen. Das ist sowas von absurd und durchsichtig. Und ich finde überhaupt, wir sollten aufhören, immer über die AfD zu reden. Die AfD ist stark, nicht weil Höcke ein großer Charismatiker ist. Der hat sogar schlechtere Werte als seine Partei, sondern die AfD ist stark, weil die anderen eine schlechte Politik machen. Also sollte man eine bessere Politik machen. Dadurch kann man die AfD schwächen. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann zu tun, als wenn wir mal einen Antrag zustimmen, dass sie dann weiter zulegen, ist einfach eine Ich glaube, haben Sie der CDU das zum Vorwurf gemacht, aber selber wollen Sie das irgendwie in Aussicht stellen? Ich habe es nicht zum Vorwurf gemacht. Ich habe gesagt, ehrlich, also das ist jetzt wirklich lächerlich. Wagenknecht hat gesagt, die CDU macht uns Dinge zum Vorwurf, die sie selber macht. Und jetzt macht Mau daraus, ihr macht der CDU Dinge zum Vorwurf, die ihr selber machen wollt. Nee, wir kritisieren, dass die CDU uns das zum Vorwurf macht, dass sie uns zum Vorwurf, dass sie uns völlig normales parlamentarisches Arbeiten zum Vorwurf macht. Also, Sie das sehr in Ordnung? Naja, die CDU hat Anträge eingebracht, die AfD hat zugestimmt, die CDU wusste auch, dass sie zustimmen, aber es ist auch ein Ergebnis dessen, dass wir in Thüringen seit Jahren eine Minderheitenregierung haben. Sonst hätte das ja auch nicht stattgefunden. Ich meine, die CDU hätte ja damals auch... Ja, es wird wahrscheinlich noch mehr Minderheitsregierungen im Osten geben. Also das wird sich nicht ändern lassen. Also wenn die CDU nicht dazu bereit ist, grundlegende Politikwechsel zu akzeptieren, was sie nicht sein wird, also weder ein Vogt noch ein Kretschmer werden da zu irgendwie substanziellen Zugeständnissen bereit sein, dann kann das BSW nicht in eine Regierung gehen und dann regiert Kretschmer eben in Thüringen in Sachsen eben alleine und in Thüringen regiert dann Höcke alleine. Das sind Dinge, die kann man jetzt schlecht finden, daran kann man als BSW auch nichts ändern. Also man kann die Regierung im Zweifelsfall nur vor sich hertreiben und das ist im Zweifelsfall immer die bessere Option, als in die Regierung zu gehen und dann Dinge mitzutragen, die man eigentlich nicht mittragen sollte und dann als Opposition auszufallen. Auch mit Ramelow koalieren können. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Anwalt von Ramelow, aber es war natürlich auch eine Scheuklappenentscheidung zu sagen, nee, das können wir auf keinen Fall machen. Also war es eine Minderheitenregierung, damit kam diese Konstellation zustande. Ich glaube, das ist zustande. Eine große Sorge, die sich die potenziellen Wählerinnen und Wähler des BSW machen und auch machen müssen, die gedacht haben. Also ich kenne ja viele potenzielle Wählerinnen und Wähler des BSW. Wenn man den die Parteilinie, also die, die sich diese Sorgen gemacht haben, waren nicht sonderlich viele. Die meisten haben sogar gesagt, ey, die AfD, die hat doch gar, also mit wem ich gesprochen habe, die meisten haben gesagt, die AfD hat doch eigentlich außenpolitisch zumindest ein ähnliches Programm wie ihr. Warum fließt ihr denn da überhaupt Koalitionen aus? Das ist tatsächlich das, was ich am meisten gehört habe. Und dann gibt es natürlich welche, ja, ich mache mir schon Sorgen, dass die koalieren wollen. Und dann erklärt man denen die Parteilinie und dann
Nee, das stimmt ja. Also das ist ja eine gute Haltung, dass man vernünftigen Anträgen zustimmt, aber halt keine Koalition eingeht. Also ich habe bisher keinen getroffen, der gesagt hat, also der wirklich so eine ideologisch verhärtete Position wie Katrin Göring-Eckardt hat. Man muss der alles, was von der AfD kommt, immer ablehnen, selbst wenn sie, keine Ahnung, eine Petition gegen das Erwürgen von Katzenbabys einbringt. Da muss man jetzt sagen, plötzlich anfangen, Katzenbabys zu erwürgen. Also das wäre ja eine logische Konsequenz aus dieser Position, wenn man sie jetzt komplett ad absurdum führen wollte. Da gibt es niemanden, der so denken würde. Also zumindest klein, mit dem ich gesprochen hätte. Das ist wirklich ein Argument, das zieht nur bei Leuten in grünen Wolken, Studentenstädten, wo die Leute eh nicht BSW wählen. Also das ist ein Argument, mit dem man sowieso nur Wähler verschreckt, die sowieso das BSW niemals wählen würden. Eine Petition gegen das Erwürgen von Katzenbabys? Genau. Da sind wir safe, da sind wir klar. Das ist eine Partei, die zusätzlich ganz klar gegen die AfD agiert und bei der wir sicher sein können, dass es da keine Zusammenarbeit gibt. Jetzt haben Sie gesagt, doch im Einzelfall. Nein, was ist eine denn Zusammenbarkeit ist etwas anderes, als ja wenn jetzt... Im Einzelfall. Und dann kommt der nächste Zusammenarbeit. Dann arbeitet die CDU Einzelfall auch mit der AfD zusammen. Ja? Und es geht mir jetzt gar nicht, es geht mir jetzt um das BSW und darum, nein, dass viele also Wählerinnen und Wähler... Es geht mir jetzt ums BSW, also die CDU, mit der wollen wir vielleicht noch in der nächsten Bundesregierung koalieren. Die will ich jetzt hier nicht diskreditieren, ich will das BSW diskreditieren. Das ist auch genial. Auf unsere Partei beziehen. Der Grund ist ja ein anderer, warum ich das sage, weil viele Leute gedacht haben, gerade bei Katja Wolf, gedacht haben, okay, die ist unsere Anwältin dafür, dass wir einen richtigen Riegel davor schieben, dass die AfD irgendeine Form von Einfluss bekommt, irgendeine Form von... Wenn die AfD mehr als ein Drittel der Sitze stellt, das ist institutionell so, dann hat sie Einfluss. Punkt, aus, Ende. Ist so. Dann kann sie die Besetzung von Richterposten blockieren, dann kann sie auch noch verschiedene andere Abläufe im Landtag blockieren, dann hat sie diesen Einfluss. Das ist nichts, was man ändern kann, das ist nur was, womit man umgehen kann. Das kann man nicht ändern. Und durch irgendwelche quasi religiösen Bekenntnisse à la wir haben doch eine Brandmauer und ein bisschen Haltung zeigen, ändert man das auch nicht. Also selbst wenn das man als oberstes Lebensziel setzen wollte, irgendwas gegen die AfD zu machen, was ich auch Schwachsinn finde, die AfD immer ins Zentrum aller Debatten zu rücken. Ja, selbst wenn man das machen würde, könnte man daran nichts ändern. Ist so. Also, ja, ihr merkt's. Ich hatte schon vorhin gesagt, es hat was Religiöses, was Katrin Göring-Eckardt hier sagt. Es hat wenig mit der Realität zu tun. Einfluss. Und das ist jetzt anders und das muss man auch ganz klar so sagen. Die AfD hat den Einfluss, weil sie stark ist und nicht, weil irgendjemand mal einem Antrag zustimmt. Und wer möchte, dass die AfD nicht stärker will, muss diese unsägliche Ampelpolitik beenden und muss auch in Thüringen eine gute Regierung auf den Weg bringen. Der Punkt ist jetzt nochmal gemacht. Ich möchte Sie zum Abschluss mit einem Zitat eben nochmal von Wolf Biermann konfrontieren. Nee, bitte nicht. Okay, dann beantworten, beenden. Darauf habe ich jetzt echt keine Lust mehr. Also Wolf Biermann, der hat ja schon genauso gegen Wagenknecht gehetzt, als er noch bei der Linken war. Also der hat sich vollkommen diskreditiert. Also in der DDR war er Regierungskritiker, jetzt ist er Regierungspropagandist. Soll er halt machen, wenn er das für richtig hält. Aber ich würde damit die Reaktion heute schließen. War eine komplette Zerstörung von Katrin Göring-Eckardt und eine Selbstentlarvung von Steffen Mauer. Also er hat wirklich alles versucht, nur auf regierungsfreundlichste Linie, wie es ging, zu framen. Der Moderator Markus Feldenkirchen war zwar parteiisch, aber jetzt gar nicht mal so schlimm wie Markus Lanz oder Michael Klamroth oder diese ganzen, oder heißt er Michael Klamroth? Luis Klamroth heißt er. Oder wie diese ganzen anderen ÖRR-Moderatoren. Also die sind tatsächlich noch schlimmer. Aber ich habe gerade auf Twitter noch so ein schönes Meme gesehen über Steffen Mau. Also wir hatten ja vorhin das mit der schlechten Wirtschaftslage im Osten. Und da hat Leica ein schönes Meme zugemacht. Steffen Mauer in a nutshell. Sind wir Politiker schuld an der Wirtschaftslage im Osten? Nein, die Ossis sind selber schuld. Ja, Steffen Mauer in a nutshell. Folgt in dem Sinne mal der guten Leica. Die ist hier auf Twitter, hat nur 290 Follower. Wenn ihr auch auf Twitter seid, vielleicht werden es ja gleich ein bisschen mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und am Sonntag BSW wählen. Wie gesagt, ich bin selbst kein Parteimitglied des BSWs. Also ich spreche hier quasi als jemand, der von der Partei, also wer mit der Partei selber jetzt nicht viel zu tun hat, aber ich sympathiere sehr mit der Partei, bin auch Unterstützer. Aber das nur mal ein Hinweis zu mir, damit ihr mich hier richtig einschätzen könnt.